wunderschönen guten Morgen, herzlich willkommen am dritten Tag der Tour der Ramsau hier im WM-Stadion am Fuße des Dachsteins. Ja, ich darf heute am dritten Tag schon einsteigen mit den beiden Herren neben mir, zum einen Geschäftsführer des Tourismusverbands Ramsau, Philipp Walcher, und zu meiner linken Seite der sportliche Leiter der Tour der Ramsau, Helfried Stiegler. Und Philipp, ich darf beim Helfried anfangen, weil er muss dann gleich zum Start des Skatingbewerbs. Helfried, der dritte Tag, dritter Bewerb. Wie geht's da jetzt an so ein sportlicher Leiter kurz vorm Start? Ja, ausgezeichnet. Wir haben zwei optimale Tage gehabt mit dem Prolog am Freitag. Wir haben gestern auch Glück gehabt, vor allem mit dem Wetter. Beste Bedingungen. Die Läufer sind, was wir Rückmeldungen bekommen haben, sehr, sehr zufrieden. Und ich glaube auch, wir haben die richtigen Sieger gehabt gestern. Und ich hoffe, dass wir heute noch einen wunderbaren Tag hinbringen. Was gibt es jetzt für dich noch zu tun, so kurz vor dem Start? Ja, wir werden jetzt die letzten Startvorbereitungen machen. Wir werden schauen, dass wir alle pünktlich am Start bringen. Es ist immer ein bisschen Travel, sind immer, alle wollen in die erste Startreihe. Jeder fühlt sich also richtig, die sind fast nicht zu halten, die Rösser, sage ich einmal. Aber wir werden das schon hinbringen. Gehst du jetzt die Rösser zähmen sozusagen? Also wir müssen jetzt ein bisschen die Rösser zähmen, glaube ich. Aber dann, ich sage, nach dem ersten Kilometer wissen sie auch genau, wo sie hinkommen, die Läufer. Sagst du, die einen oder anderen überschätzen sich ein bisschen. Wir sind ja da gekommen, ungefähr eine Stunde vor Start, da gibt es schon mehrere Ballski im Startbereich. Ja, sowieso. Die ersten Ski sind heute herin gewesen um 7 Uhr in der Früh. Also wir haben noch gestaunt, wir waren selber noch in den Vorbereitungsarbeiten, haben schon die ersten Ski hereingelegt. Also das müssen ganz die Besonderen sein, gell? Aber ich glaube schon, dass wir... Dass dann nach dem ersten Kilometer trennt sich die Spreu vom Weizen. Wir haben uns kurz unterhalten über die 42 Kilometer Skating. Du hast gesagt, hoffentlich haben wir die richtigen Sieger. Wie glaubst du, wird das Herrenrennen ausschauen heute? Ja, ich kann mir schon vorstellen, dass der Lederer vorne ist, der Niklas. Und ich glaube auch, die Anna wird das schaffen. Aber es wird für beide, glaube ich, sehr hart werden. Und ich bin mir nicht sicher, ob der Toursieger auch der Sieger des heutigen Rennens sein wird. Also ich glaube, dass eher ein anderer, mit dem was wir jetzt noch nicht rechnen, vielleicht der Sieger des heutigen Rennens ist. Wir werden es uns anschauen und sind live für Sie dabei. Danke, Helfried. Ich glaube, du hast noch einiges zum Tun. Wir sehen uns dann im Zielgelände. Gut, danke auch und ich wünsche euch einen guten Verlauf. Dankeschön. Und jetzt zu Philipp Walcher. Aus touristischer Sicht, der Dachstein ist angeleuchtet. Es ist ein bisschen kälter, hast du gesagt, als gestern. Aber da lacht das Touristikerherz, oder? Bei so einer Veranstaltung. Ja, absolut. Auch von den Teilnehmerzahlen her muss man sagen, es kann uns nichts Besseres passieren. Und die Sonne kommt raus. Die Strecke ist fast durchgehend, sage ich mal, im Sonnenlicht. Und es wird ein Traum werden, auch von den Bedingungen her. Relativ schnelle Bedingungen, vielleicht sehen wir sogar ein paar Rekordzeiten. Apropos Rekord, am Freitag haben wir ja schon eine Rekordteilnehmerzahl beim Night Prolog gehabt. Da haben Sie ja noch kurz vor Start noch Nachnennungen entgegengenommen. So flexibel ist man hier da in der Ramsau. Heute auch noch einmal Teilnehmerrekord. In Summe waren es ja über 1500 Starter, oder? Ja, ist vollkommen richtig. Absoluter Rekord für die Tour der Ramsau. So viele Teilnehmer haben wir noch nie gehabt. Das zeigt aber auch, dass unser Konzept, wie wir das in Zukunft auch machen wollen, funktioniert. Und ich sage, die Teilnehmer sind das Wichtigste, weil die gingen dann wieder raus, gingen heim und erzählen, wie schön es das bei uns war. Genau, und die Anmeldungen für nächstes Jahr, wenn man schon einmal in die Zukunft blicken darf? Ja, die starten wir am Montag schon um 12 Uhr mit der nächsten Anmeldung fürs nächste Jahr. Da haben die einen Bonus für die ersten 100 Anmeldungen, die bekommen da eine besondere Vergünstigung. Das heißt, jetzt schon bereit machen, wenn Sie Lust bekommen haben auf die Tour der Ramsau und nächstes Jahr auch sportlich mit dabei sein wollen. Philipp, es ist zwar erst der Start des letzten Bewerbs, aber kann man schon ein positives Resümee ziehen? Aus touristischer Sicht und sportlicher Sicht kann man definitiv ein positives Resümee ziehen. Jetzt müssen wir noch schauen, dass wir den heutigen Tag verletzungsfrei vor allem über die Bühne bringen. Aber von dem gehe ich aus und dann kann man eigentlich nur positiv zurückblicken. Ein sportlicher Tipp von dir? Ja, ich hoffe, dass unsere Lokalmatadoren sich durchsetzen werden, vor allem was die Tourwertung angeht. Danke, Philipp. Wir werden uns dann wahrscheinlich im Ziel auch nochmal sehen, wenn es darum geht, den Sieger, den Kranz umzuhängen. Vielen Dank. Ich wünsche dir einen entspannten Vormittag bei fehlerfreien Rennen. Dankeschön, Philipp.
Ja, und am Freitag, wir haben schon drüber gesprochen, haben wir die Tour de Ramsau begonnen mit dem Night Prolog. Und jetzt spielen wir ein paar Highlight-Bilder dieses Nachtrennens am Freitag ein. Was für ein spannender Auftakt in dieses sportliche Langlaufwochenende in der Ramsau. Ja, die zwei Sieger des Night Race waren Lisa Achleitner und Niklas Liederer. Ja, und genau dieser Niklas ist gestern mit dem gelben Trikot in den Klassikbewerb über 30 Kilometer gegangen. Und auch hier haben wir ein paar Highlights eingefangen. Ja, der Ramsauer Lokalmatador, also mit dem gelben Trikot in den Klassikbewerb gestartet und auch heute mit dem gelben Trikot beim Skatingbewerb am Start. Und wir haben gestern im Ziel den Niklas noch einmal gefragt, ja, wie glücklich bist du über diesen Sieg bei den 15 Kilometer klassisch? Ja, und wie, lieber Niklas, legst du jetzt den Skatingbewerb am heutigen Sonntag an? Der härteste Verfolger von Niklas Liederer ist ja der Vorjahrestoursieger, der Florian Rode. Den haben wir im Ziel auch abgefangen und gefragt, es war ein hartes Rennen. Im letzten Jahr hast du die Tour für dich entscheiden können, aber heute war es ein harter Kampf, oder? Ja, ein harter Kampf mit dem Tourführenden zum jetzigen Zeitpunkt. Aber er hat die Mission Titelverteidigung noch nicht hintangestellt und ist sehr zufrieden mit den Bedingungen hier in der Ramsau, oder? Mit einem kurzen Blick auch auf das Damen-Zwischenklassement der Tour de Ramsau. Ganz vorneweg über 7 Minuten Vorsprung auf die zweitplatzierte Anna Seebacher, auch heute mit dem gelben Trikot am Start. Die wird wahrscheinlich ihre Führung nicht mehr hergeben. Aber auch sie haben wir im Ziel gefragt, der Klassikbewerb. Wie geht's dir nach dem Rennen? Wie war es für dich am Samstag beim Klassikbewerb?
Ja, und wie legst du, liebe Anna, jetzt den Skating-Bewerb an? Also Vollgas, die Devise auch von der Österreicherin Anna Seebacher. Ja, und somit der sportliche Rückblick auf die Tour de Ramsau. Wir haben ja auch heuer erstmals die Mini-Tour de Ramsau am Start. Da geht es um den 1 Kilometer Nachtprolog und einmal 15 Kilometer klassisch, so wie heute 15 Kilometer Skating. Und da führt bei den Damen Thea Schwingshackl vor Antonia Erhardt und Anouk Noll. Und bei den Herren bei der Mini-Tour de Ramsau ist ganz vorneweg der Italiener Patrick Klettenhammer vor dem zweitplatzierten Patrick Winkler und dem dritten Moritz Weiderlich. Somit das genug von hier dem Zielraum und ich gebe hinauf zu meinen Kommentatoren, die sie durch das heutige Rennen, durch diesen Skatingbewerb am Fuße des Dachsteins führen werden. Und zwar ist es heute Klaus Fischbacher und Michael Nussbaumer. Ja, wunderschönen guten Morgen hier aus Ramsau am Dachstein und das ist die Kulisse, vor der wir heute sitzen dürfen. Wunderschönes Wetter und dieses Wetter hat einer mitgebracht, Karl Fischbacher. Herzlich willkommen, mein Co-Kommentator. Ja, auch von meiner Seite einmal ein herzliches Grüß Gott. Na, ich habe heute in der Früh gesagt, einer muss ja auch fürs Wetter verantwortlich sein und da habe ich gleich gesagt, das war ich. Nein, ich muss wirklich sagen, wir sind dankbar dafür, dass wir vor dieser Kulisse moderieren dürfen und ich glaube, es dauert dann nicht mehr allzu lang, dann geht es hier los. Also wirklich traumhaft, muss man sagen, da freuen wir uns auf diesen spannenden Bewerb. Ich habe es gestern auch schon gesagt, es ist ein unglaublich imposantes Bild, wenn wir hier von diesem Zielstadion in der Ramsau runterschauen auf dieses Feld, auf diese Masse der Volkslangläufer, die hier jetzt in den letzten 2 Minuten Aufstellung nehmen und sich dann gleichzeitig in Bewegung setzen. Wir haben ja heute ja, gut 460 Start. Es hat unglaublich viele Nachnennungen heute noch gegeben, aufgrund natürlich dieses wunderschönen Winterwetters. Es ist ja ein Traum heute. Ich meine, man muss sich das vorstellen. Du weißt, voriges Jahr sind wir auch an der gleichen Stelle gesessen. Da hat es geschneit und Sturm ist gegangen. Und heute haben wir Bilderbuchwetter und das hat natürlich sehr viele hergebracht in die Ramsau, nochmals vor dieser Kulisse am Fuße des Dachsteins hier mitzumachen. Und wenn man jetzt da rausschaut, man kann es schon erkennen, wie du richtig sagst. Also, es ist ein Traumbild und da kann man nur sagen, auch raus auf die Loipe. Mhm. Haben wir gerade gesehen, die beiden im gelben Trikot, Niklas Liederer und Anna Seebacher, die strahlen auch mit der Sonne um die Wette, die haben die Führung derzeit in der Gesamtwertung. Da haben wir sie noch einmal links, wie gesagt, Niklas Liederer, rechts die Anna Seebacher, sind ja nicht nur in der Loipe ein paar, sondern auch privat und trainieren sicher die eine oder andere Runde auch miteinander und wollen natürlich heute dieses gelbe Trikot nach Hause zu nehmen. Und ja, rechts haben wir auch gesehen, den Führenden der Mini-Tour. Das ist, und das ist auch eine ganz interessante Sache, das ist Patrick Klettenhammer, der 5,5 Sekunden Vorsprung hat auf Patrick Winkler. Und da hat der Night Prolog am Freitag den Ausschlag gegeben, denn Patrick Winkler war gestern eigentlich schneller als Patrick Klettenhammer. Also die beiden Patricks, die werden sich heute matchen. Und die ja, schauen schon in den Startlöchern hier und sind schon in der Startposition. Gleich geht's los bei diesem Klassiker hier, 42 Kilometer. Es geht über die Marathondistanz und auf der kurzen Runde über 15 Kilometer heute. Natürlich bin ich ein bisschen nervös. Ist ganz klar, weil der Niklas ist ja ein Ramsauer und der wohnt. Ah, jetzt müssen wir da einfach raufschauen. Ja, es geht los. Der Start ist erfolgt. Die Meute bewegt sich hinaus in die schöne Winterlandschaft, in die traumhafte Winterlandschaft der Ramsau. Und das sind diese Bilder, die man nicht nur im Dezember beim Weltcup sehen, sondern eben auch im Jänner beim ehemals Dachstein Volkslanglauf, heute Tour de Ramsau am dritten Tag bei traumhaftem Wetter. Na, jetzt muss man eines natürlich bedenken, auch die Materialwahl ist heute sicher sehr entscheidend, weil oben, also ganz on the top, wie wir sagen, da hat es schon eher Plusgrade. Hier im Langlaufstadion hat es minus 6 Grad gehabt und dann habe ich vorhin ein bisschen mit einigen sprechen können, wie das Ganze gehandelt wird. Also man hat es selber nicht ganz genau gewusst. Also da wird es ganz, ganz spannend werden, speziell über die lange Distanz. Also da glaube ich, ist es schon ganz wichtig, das beste Material zu haben. Und einer macht hier wieder Tempo. Das ist wie gestern dann Fabian Katnick, der hier dieses Feld hinauszieht, der will es hier am Anfang vor allem wieder wissen und will hier weglaufen. Niklas Liederer sehen wir hier mit dem gelben Trikot, der will hier ebenfalls Tempo machen und Patrick Klettenhammer in diesem ja, pinken Trikot als führender
Der Minitour, der geht heute über 15 Kilometer und muss natürlich hier auch ordentlich Tempo machen, denn 5,5 Sekunden, das sind nicht viel. Und da sieht man, was hier auch hinten los ist, wie viele Athleten sich hier auf die Strecke begeben und heute über die Marathondistanz laufen. Jetzt ist es ganz interessant zu sehen, jetzt ist die Kameraeinstellung wieder anders, aber vorhin hat es so eng ausgesehen, gell? Aber das ist irrsinnig breit. Dieser Löwenteil, der gehört auch dazu, der adaptiert wurde und neu kreiert wurde. Das werden wir dann noch näher erläutern, weil es sind ja im vergangenen Herbst hier wirklich viele Arbeiten passiert, um das Ganze auch weltcuptauglich zu machen. Und bei der nordischen Kombination im Rahmen des Weltcups haben wir das schon genießen dürfen und heute hier eben auch. Und das ist eben auch wichtig, wenn du diese Läufe hast mit so vielen Teilnehmern, dass da genügend Platz ist. Mhm. Wir haben die Möglichkeit, dass wir uns die Strecke des heutigen Tages einmal genauer ansehen, wo wird heute gelaufen, wie schaut diese Schleife durch die Ramsau aus. Also es geht hier heraus aus dem Start- und Zielstadion der Ramsau hinauf in Richtung Rittisberg und dort gibt es eine große Runde zu absolvieren. Da ist man dann bei der 5-Kilometer-Marke angekommen und dann wird umgedreht. Es ist ja so, dass ja die Ramsau nicht nur aus Langlaufgebiet besteht, sondern natürlich auch alpin und der Rittisberg ist natürlich prädestiniert dazu und da laufen sie auch direkt an der Talstation vorbei und dann hinten rein diese Schleifen, die schauen relativ einfach aus hier auf der Grafik, aber aus eigener Erfahrung und du bist das ja auch schon gelaufen. Also das ist immer ziemlich mühsam, immer hinauf, hinunter, da wird es schon zäh drinnen und an der Wende drinnen, an der Dachsteinstraße, also dann hat man mal ein bisschen Zeit zu entspannen, aber sonst sind schon schwierige 42 Kilometer. Es gibt einen Vorteil, es hat heute keinen Wind, also es kommt kein Wind aus der Richtung Vilsmoos heraus, also ist auch das Rauslaufen, auch wenn es bergauf geht, ein bisschen einfacher. Man muss natürlich dann auch Gas geben, dann geht es heraus, man biegt beim Rossecker hinein in Richtung Herold und dann geht diese große Schleife auf den Kulmberg, auf die größte Erhebung und dann wieder zurück in Richtung Herold bzw. Rossecker und man biegt man wieder ab. Also nach Rosecca, da ist dann eine kleine Abfahrt, wenn man den, wir sagen immer der Romantikteil, mitten im Wald am Kulmberg oben, das ist auch neu kreiert worden, also wirklich wunderschön, also da kann man die Seele ein bisschen baumeln lassen. Heute wird es unseren Langläuferinnen und Langläufern nicht danach zumute sein, da geht es um den Sieg, aber wenn man halt das normal konsumiert. Und wenn man dann runterfährt Richtung Stadion wieder, da ist alles neu, aber das werden wir dann, glaube ich, ganz genau erklären, wenn sie dort vorbeikommen, denn da wurde wirklich im Herbst viel, viel Geld investiert. Naturschonend, ich sage es immer wieder dazu, alles im Einklang mit allen Verantwortlichen und da ist Tolles passiert. Also Total Climb heißt es da unten, 520 Höhenmeter sind zurückzulegen und der längste Anstieg, der ist 50 Meter lang, also doch sehr, sehr anspruchsvolle Strecke und da sehen wir schon da hinten, das ist diese Herold-Schleife, die dann später zurückzulegen ist. Es geht hier jetzt hinaus in Richtung Rittisberg, unglaublich traumhaft. Unter der Bundesstraße durch, glaube ich, ist das, gell? Das ist die Landesstraße, bei uns heißt sie Lange Gasse, ja. Egal, aber wurscht. Da hinten, da sieht man schon wieder die wunderschöne Kulisse vom Dachstein und da geht es hinein, wie du richtig sagst, Richtung Rittisberg. Das ist jetzt nicht allzu schwierig, da geht es ziemlich flach dahin. Also die Steigung, die erste ist einmal vorüber, aber es ist die Ramsau, das darf man nicht vergessen, ist 18 Kilometer lang und man bewegt sich zwischen 1000 und 1300 Höhenmetern und das ist, schaut einfach aus, ist aber dann über die Länge gesehen doch schwierig zu bewerkstelligen, speziell im Langlauftempo und in diesem Renntempo. Gell? Mhm. So, schauen wir wieder rein ins Rennen. Vorne haben sich die üblichen Verdächtigen platziert. Fabian Katnick, wie gesagt, heute wieder ganz, ganz vorne. Da sehen wir die Temperatur derzeit minus 3 Grad, die Schneetemperatur minus 4 Grad. Das ist das, was du angesprochen hast und was ja auch interessant ist für die Präparation der Ski. Schneebeschaffen ist heute, sagen wir, das Einfachere, weil es sehr, sehr kompakt ist. Aber es wird wärmer werden. Wenn die Sonneneinstrahlung dann da ist, wird es die Temperaturen, die es jetzt um 10 Uhr nicht gehabt hat, wahrscheinlich um 12 Uhr haben, da wird sicher wärmer und das ist natürlich auch eine Sache, die den Ski möglicherweise auch langsamer macht in der Distanz. Natürlich, weil es ist ja in Wahrheit schon so, dass über die lange Distanz eben sehr viel Zeit vergeht auch und die Sonneneinstrahlung, wir sind ein Sonnenplateau, da ist es eben so, dass man wirklich die Temperaturen, die schnellen nach oben und wir haben das auch beim Weltcup gesehen, da haben wir 40 Höhenmeter gehabt, unten im Langlaufstadion hat es geregnet und oben in den 40 Meter Höhe
gelegenen Bereich hat es geschneit. Also von dem her, es ist über die lange Distanz sicher nicht einfach. Mhm. Sehr, sehr kompaktes Feld nach vorne. Also da haben sich noch keine Athleten absetzen können. Das sieht noch sehr, sehr groß aus, dieses Feld. Und ganz vorne haben wir die 2008. Schauen wir rein. Das ist Philipp Leopolder. Auch ein Lokalmatador hier aus Ramsau am Dachstein. Und ja, und dahinter eben der Fabian Katnick, der ist auch aus St. Jakob im Rosental. Also der hat sich da gleich mal hinten reingestellt und läuft da ganz vorne mit. Man kann aber schon erkennen, dass sich ein Teil abgesetzt hat von der ganz großen Gruppe. Und jetzt sind wir schon direkt, oder kommen wir zum Parkplatz des Rittisberges, da ist die Überfahrt. Also von uns aus rechts gesehen, da ist der Rittisberg, das Skigebiet hier in der Ramsau. Ganz toll, also für Familien hergerichtet. Man kann auch schon hier rechts erkennen, da ist für Kinder alles aufgebaut. Alles in der wunderschönen Sonne und da sieht man auch schon die Talstation unten. Und im Sommer wird das ja Ramsau Beach genannt, wo eben dieser große Badesee vorhanden ist. Also nicht nur im Winter, wir sind auch im Sommer präsent, Gott sei Dank. Mhm. Weil wir jetzt ja dieses Feld noch sehr, sehr kompakt haben, können wir jetzt einmal reinschauen und auch für Sie zu Hause zur Orientierung. Was sind die Startnummern, was sind die verschiedenen Distanzen? Wir haben ja die 42 Kilometer Tageswertung heute auch, die nicht im Rahmen der Tour de Ramsau läuft. Ja, da muss man sich auf die Tausender-Nummern konzentrieren. Das sind die roten Nummern, die laufen heute den 42er isoliert in der Tageswertung. Dann gibt es die 2000er-Nummern. Das sind die, die heute die 15 Kilometer laufen. Das sind die dunkelblauen Nummern. Also die 2000er-Nummern, die dunkelblau sind, laufen heute den 15-Kilometer-Bewerb. Dann sehen wir die blauen Nummern. Das ist zum Beispiel hier die 534. Die hellblauen Nummern, das ist die Tour de Ramsau. Die sind gestern schon 15 Kilometer gelaufen und haben den Night-Prolog hinter sich gebracht. Startnummern 501 bis 570. Also einfach zu merken, die hellblauen Nummern sind die kleine Mini-Tour de Ramsau. Und dann gibt es die grünen Nummern, die heute über die 42 Kilometer auch gehen, aber in der Gesamtwertung der Tour de Ramsau auch drinnen sind. Das heißt, die sind gestern auch schon über die 30 Kilometer klassisch gelaufen. So viel zur Orientierung für uns. Und der sportliche Leiter Helfried Stiegler hat ja, ich will nicht sagen angekündigt, aber prophezeit, es könnte heute durchaus so sein, dass der Sieger des heutigen Tages nicht der Sieger der Tour de Ramsau sein wird oder sein könnte, dass es hier wirklich auch Spezialisten gibt, die heute extra angereist sind. Denn Erwin Pflanzl, der hat uns gesagt, es hat unglaublich viele Nachnennungen heute gegeben, wohl auch dem schönen Wetter geschuldet. Naja, jeder möchte hier einmal irgendeine Etappe sozusagen gewinnen, ganz klar. Über die Tour de Ramsau wird über diese lange Zeit entschieden und da glaube ich, muss man dann, oder das wissen die natürlich, muss man ein bisschen mit Köpfchen laufen. Da braucht man nicht heute unbedingt der Sieger sein, wenn man die Gesamttour gewinnen will. Und deshalb, wie du richtig sagst, sind natürlich einige da, um heute diese Etappe zu gewinnen. Jetzt übrigens ist man schon drinnen in Ramsau-Schildkleen, schon an der Wende beinahe angekommen. Also da ist es, da beginnt dann die Dachsteinstraße drinnen und der Dachstein, das ist für uns, wir bezeichnen uns ja immer als Drei-Etagen-Gebiet hier in der Ramsau. Herunten im Tal am Hochplateau, dann hinauf Richtung Almengebiet, so auf 1800 Metern und dann ins ewige Eis hinauf Richtung Dachsteingletscher, 2700 Meter und mit dem hohen Dachstein knapp 3000. Also da sind wir gut gesegnet eigentlich mit allen Höhenlagen. Ich habe es gestern und vorgestern immer als Spielplatz im Winter bezeichnet. Also man kann ja alles machen. Da hinten das alpine Skifahren, vor allem auch mit den Familien. Also man kann hier Langlaufen herkommen, das Ganze auch im sportlichen Wettkampf, so wie heute, kann die Familie mitnehmen und man kann natürlich auch hier ja nicht nur Langlaufen oder Skifahren, sondern Pferdeschlitten fahren, hinauf auf den Dachstein. Wandern ist ein Riesenthema, vor allem auch im Sommer, aber Winterwandern bei dieser Landschaft, ist das natürlich schon eine großartige Sache hier in der Ramsau und ich glaube, die Bilder heute, die sprechen für sich. Ja, es ist ganz wichtig, dass die Verantwortlichen dafür auch die Zeichen der Zeit erkannt haben und immer wieder nachrüsten in allen Belangen. Wir wissen ja, früher, vor 30, 40 Jahren, hat der Urlaub noch ganz anders ausgesehen. Heute ist es so, da muss man alles bieten, was eben für Kinder möglich ist, auch für Erwachsene. Und da muss man sagen, ist wirklich viel passiert und passiert auch weiterhin, damit man alle Sachen wirklich dabei hat, wenn man einen schönen Urlaub hier in der Ramsau verbringen möchte. Thomas Postel haben wir gesehen ganz vorne, der macht jetzt hier das Tempo und es ist natürlich auch eine taktische Sache.
Florian Rode hat es angesprochen gestern im Interview, der hat gesagt, eigentlich muss ich mich ein bisschen, dosieren heute, muss schauen, wie sich das Rennen entwickelt. Niklas Liederer hat gesagt, vielleicht kann ich mir am Anfang ein bisschen verstecken bei den 15-Kilometer-Läufern und deren Windschatten ein wenig nutzen, weil 42 Kilometer einfach sehr, sehr weit ist. Und da kommen wir jetzt rein in diese Zone, wo du gesagt hast, da nach dem Rittisberg, die ja einfach ausschaut, aber diese Schleifen immer nach oben gehen, nach unten gehen, immer rauf, immer runter. Aber im Gegensatz zu gestern, es wird nicht wirklich aktiv attackiert, sondern man versucht wirklich hier ein konstantes Tempo zu gehen und darum hier auch noch diese Gruppe, die, was schätzen wir, 25 Personen groß ist, die sich hier eben auch absetzen konnte vom Rest des Feldes. Richtig, wie du sagst, jetzt kommt man schon langsam zur Wende drinnen in Schildlen. Das ist ja gleich dahinter die Nachbargemeinde Vilsmoos, da ist ja auch die Landesgrenze zwischen Steiermark und Salzburg. Und da sind sie jetzt natürlich drauf und dran, hier diese Wende zu erreichen. Dann gibt es nämlich, wie schon erwähnt, beim Herauslaufen doch ein bisschen Entspannung, ein bisschen deshalb, weil ganz einfach ist es nie, wenn es im Wettkampf ist, das weiß man, jetzt sind sie da drinnen an dieser Wende und jetzt geht es gerade schnurstracks heraus, wieder Richtung Rittisberg und da hinten kann man erkennen, darauf geht die Dachsteinstraße, wo wir wirklich immer ganz, ganz stolz sind darauf, dass das Ganze erschlossen wurde und vor allem, dass wir diese drei Etagen touristisch so gut nutzen können. Man ist jetzt wieder hier im eher noch schattigen Bereich, da muss die Sonne erst durchfinden, weil der Kulmberg oder der Rittisberg in dem Fall auch vor ist. Ist wahrscheinlich auch wieder viel kälter und eine andere Situation für den Ski bzw. für den Läufer. Gestern am Nachmittag hat ja auch noch ein Rennen stattgefunden, das wir Ihnen nicht live übertragen konnten, aber die Highlights des Kids Race, die haben wir für Sie natürlich aufbereitet und gestern waren die ganz Kleinen hier am Start und diese Bilder können wir uns jetzt noch einmal ansehen. So, und da sind wir wieder live drauf mit den Bildern des 42 Kilometer Freistilbewerbs im Rahmen der Tour de Ramsau. Der klassische Marathonbewerb heute am letzten Tag der Tour de Ramsau am Sonntag. Und das ist diese Gruppe ist es, die sich hier ganz vorne befindet und hier gemeinsame Sache macht. Also man versucht hier wirklich auch am Anfang noch Körner zu sparen. Niklas Liederer ist hier ganz vorne mit dabei gewesen bei der 5-Kilometer-Marke vor Toni Escher, Fabian Katnik haben wir da drinnen, Urban Lentsch kennen wir auch schon vom Dachstein Night Race vom Freitag. Florian Rode, der siebte, ist er durchgegangen hier, das ist der Vorjahresgewinner. Adam Konja, auch ein sehr starker Mann aus Ungarn. Das ist diese große Gruppe, wen haben wir hier noch drinnen? Thomas Zlöbel, Matthias Fucker und da sehen wir noch einmal die erste Liste. Christian Völz und Nils Weirich. Ja, Patrick Kletten haben wir auch drinnen, der Italiener, der aus Toblach kommt und ja die Mini-Tour de Ramsau derzeit anführt. Also alle Favoriten hier vorne mit platziert, noch nichts entschieden. Daniel Wallinger können wir vielleicht noch erwähnen, das könnte ein schneller Mann sein, wenn es über diese 15 Kilometer auch geht, der nur eben diese 15 Kilometer zurückzulegen hat. Weißt du, Michael, ich habe einmal vorhin nachgeschaut, 20 Nationen sind heute hier am Start, also insgesamt. Das ist schon eine gewaltige Sache, denn 20 Nationen kommen hierher in die Ramsau, um bei der Tour de Ramsau dabei zu sein. Das ist natürlich oder hebt natürlich auch den Stellenwert dieses Rennens. Da sehen wir jetzt diese Gegengerade, wo man die Läufer, die diese Runde um den Rittisberg noch nicht zurückgelegt haben, erst rauslaufen müssen. Da kommt man kurz zusammen, da wird es ein wenig eng, aber natürlich auch für die Breitensportler toll, dann die Spitzenläufer hier noch einmal zu Gesicht zu bekommen, schauen, wie es denen geht und das ist eben diese Gruppe, die sich hier gebildet hat. Wir haben
Genau, und das ist Ramsau Beach hier zu sehen, wie vorhin schon erwähnt. Also das ist so die Spielwiese hier, speziell im alpinen Bereich in der Ramsau. Und im Sommer der ganz große Treff für unsere Jugend eigentlich und natürlich auch für die Gäste. Denn hier spielt sich sozusagen ab mit Badesee, mit allen möglichen Institutionen, die hier aufgebaut wurden. Und jetzt sind wir eigentlich schon wieder durch heraus unterwegs. Jetzt kommt dann die ganz anspruchsvolle oder der anspruchsvolle Teil, wenn wir dann Richtung Waldklöppe hinaufkommen, Richtung Kulmberg. Also das war jetzt der Rittisberg und jetzt kommen wir wieder Richtung Kulmberg. Ja, es geht hinein in Richtung Heroldschleife, da gibt es dann die nächste Zeitnehmung ganz oben und dann geht es hinein in Richtung Kulmberg. Schön aufgefädelt das Feld hier. Was können wir Ihnen noch anbieten? Wir haben ja uns über die Strecke schon unterhalten und wir haben mit Helfried Stiegler am Freitag auch diese Strecke noch einmal genau besichtigt. Schauen wir uns diese Schleife vor allem, die jetzt dann folgt, in den Kulmberg hinein noch einmal genau an. Wie gesagt, wir waren unterwegs mit Helfried Stiegler auf dem Skido, um uns die Strecke genau erklären zu lassen. So, also die Strecke, die unter anderem Fabian Kattnick, der hier wieder ganz vorne ist und kurz auch schaut, wo Niklas Liederer denn bleibt oder wo er sich aufhält. Ja, man spricht sich hier vorne ein wenig ab, weil man natürlich genau weiß, man muss hier Körner sparen. Das ist das Zwischenresultat beim Kilometer 8,8. Das ist diese Gruppe, die hier beieinander ist. Gute 12 Leute ganz vorne und dann folgt die nächste Gruppe mit Matthias Fucker, Jonas Siegel und so weiter. Die haben sich jetzt ein wenig absetzen können hier in der Ramsau. Und jetzt geht es so ein wenig hinauf, da könnte schon noch ein wenig etwas passieren. Schauen wir mal, wie sich dieses Rennen hier entwickelt. Apropos Rennen, wir versuchen ja nicht nur die Tour de Ramsau hier ins rechte Licht zu rücken, sondern wir haben uns darauf spezialisiert, dem Breitensport eine Bühne zu bieten. Und diese Bühne gibt es nicht nur bei der Tour de Ramsau, sondern wir dürfen auch mit Stolz ankündigen, dass wir
in wenigen Tagen bzw. einigen Wochen auch den Tiroler Corsa-Lauf übertragen dürfen. Also notieren Sie sich 7. bis 9. Februar. Ist es soweit, dann sind wir live aus St. Johann in Tirol drauf und werden den internationalen Tiroler Corsa-Lauf ebenfalls live übertragen. Und schauen wir mal, ob da auch ein Niklas Liederer und eine Anna Seebacher ganz vorne mit dabei sind. Der ist natürlich sehr, sehr stark auch besetzt, aber ich glaube, die haben ja in den letzten Jahren dort auch die Nase sehr, sehr weit vorne gehabt, die beiden. Das ist die Gruppe, das ist die führende Gruppe, das ist die Gruppe der 42-Kilometer-Läufer, die sich in Richtung Kulmberg bewegen. Naja, sie sind jetzt da drinnen, also nach Herold hinauf, also in diese, in diesem Kreis, möchte ich fast sagen, bevor es auf den Kulmberg geht. Und da sieht man auch schon, da gibt es einen Anstieg hinauf. Und da kann man ganz genau erkennen, da hat sich jetzt einer ein wenig absetzen können. Jetzt müssen wir genau auf die Nummer schauen. Das ist für uns jetzt ein bisschen schwierig zu erkennen, aber egal, wie auch immer. Dann geht es nämlich in aller Kürze hinauf Richtung Kulmberg, wie wir schon erwähnt haben. Ich habe es Romantikteil genannt. Und deshalb, weil hier wirklich dieser neu geschaffene Teil von den Höhenmetern über der Ramsau liegt, trotzdem aber an diesem Hochplateau diese Erhebung sich befindet. Also von dem her ist es alles integriert in die ganz große Runde. Jetzt müssen wir den Zuschauern ja kurz erklären, dass sich die beiden Felder gesplittet haben. Also die 42 Kilometer laufen wir jetzt in Richtung Kulmberg hinein und die hellblauen Nummern, wie wir es vorher gesehen haben, das dürfte, glaube ich, Thomas Postel oder Patrick Klettenhammer da vorne gewesen sein, die laufen mehr oder weniger geradeaus wieder hinunter in Richtung Stadion. Das war eben unsere zweite Kamera, die wir vorhin gesehen haben. Da geht es darum, 50 Kilometer ganz, ganz schnell abzuspulen. Das ist heute die kurze Distanz, die über die Mini-Tour der Ramsau Wertung eben läuft. Und da sehen wir jetzt auch das Damenergebnis. Ja, ja, auch interessant. Das ist die 42 Kilometer Schleife. Anna Seebacher hat sich hier wieder ganz, ganz souverän an die Spitze gesetzt. 2 Minuten vor Hanna Nöhmeier und Luise Kummer. Die beiden laufen hier ganz vorne mit. Und da kommt jetzt auch Camila Borutova. Die kennen wir auch schon von gestern bei dieser Marke durch. Also Anna Seebacher derzeit bei Kilometer 8,8. Und das geht, da geht es jetzt rauf in Richtung, ich glaube, das ist diese Heroldwiese, wo es dann reingeht in den Kulmberg. Ganz genau. Und die 42 Kilometer Schleife, die geht eben auf den Kulmberg. Und die anderen, die werden vorher abbiegen und dann Richtung Stadion wieder herauskommen. Also wie gesagt, es gibt eben diese zwei Abschnitte. Die einen, die 15 Kilometer brauchen, das eben nicht zu laufen. Aber jetzt kann man auch erkennen, natürlich ist man jetzt im Wald oben. Jetzt kommt man in den Romantikteil und man sieht schon auch, die Kamera hat jetzt ein bisschen Probleme bei der Übertragung. Ah, jetzt geht es wieder gut. Da hat man natürlich sehr, sehr umweltschonend gearbeitet. Ich sage das immer wieder, weil es wichtig ist. Wir werden sehr oft darauf angesprochen, was macht ihr da in der Ramsau, damit ihr dieses wunderschöne Gebiet so erhalten könnt. Da muss man sehr genau darauf achten, dass man eben die Landschaft schützt in allen Belangen, aber dabei nicht vergisst, dass wir trotzdem von Tourismus leben. Und diese beiden Sachen zu verbinden, das macht es oft nicht einfach, aber lebenswert. Und das ist wichtig. Und da sind eben alle Institutionen dabei, um das zu erhalten, was wir auch haben. Ja, da sehen wir jetzt die Schleife, die hier eben auch abbiegt. Das sind die 15 Kilometerläufe, die hier links weggelaufen sind von unserer Warte, also rechts abgebogen, wenn man das so schön sagen darf. Und da haben wir das führende Trikot gesehen. Das ist Patrick Klettenhammer. Und da geht es jetzt hinein in diesen schwierigen Anstieg, der im Sommer ja auch genutzt wird als Rollerstrecke. Ich habe gelesen, das ist die Theresa Stadlober Bergsprint. Der Bergsprintabschnitt, das sagt, glaube ich, alles über die Schwierigkeit dieser Strecke aus. Und man sieht auch, dass hier die Topathleten sehr, sehr langsam unterwegs sind. Es ist ein sehr anspruchsvoller 42 Kilometer Bewerb heute hier in der Ramsau. Absolut, wie schon erwähnt und vor allem, weil wir gerade diesen Teil der Rollerstrecke sehen, der ist im Ortsteil Vorberg drinnen. Dort ist es, der wurde ja vor vielen Jahren schon gemacht, aber wirklich schon in vorausschauend, was noch kommen kann. Und jetzt, glaube ich, ist es einfach richtig zu zeigen, dass man damals schon erkannt hat, dass man schwierige Strecken auch braucht, weil im Weltcup und überall woanders werden die Strecken auch nicht einfach. Also von dem her war, kann ich mich noch sehr genau erinnern, hat auch Überredungskunst gebraucht, gesagt, eine asphaltierte Rollerstrecke in den Wald hineinzubauen. Mittlerweile hat man das so toll hineinkreiert, das merkst du im Sommer gar nicht, obwohl alle hier trainieren, speziell im Herbst dann. Und jetzt können wir es natürlich hier für die Tour de Ramsau bestens nützen. Mhm.
Da sind wir jetzt wieder beim 15-Kilometer-Bewerb. Da sehen wir die hellblauen Nummern und die dunkelblauen Nummern. Wie gesagt, Wertung, Tageswertung, Wertung Tour de Ramsau, Mini-Tour de Ramsau. Und da sind wir beim 42-Kilometer-Bewerb, der ja nicht nur zur Tour de Ramsau zählt, sondern auch zur Euro-Loppet Series. Man hat sich ja entschlossen, der Euro-Loppet Series beizutreten. Also man kann hier Punkte sammeln. Da gibt es dann eine Gesamtwertung mit unter anderem auch anderen internationalen Läufen, und das macht auch diese Internationalität des Ramsauer Volkslanglaufs, der Tour de Ramsau aus. Und wenn wir jetzt da aus unserem Kommentator-Kabinchen rausschauen, sehen wir, dass die Damen und Herren, in dem Fall jetzt Herren, schon in der Hocke runterlaufen in Richtung Wende. Also sie kommen hier jetzt einmal vorbei und die 15 Kilometer ja, Schleife wird nicht allzu lange dauern. Schauen wir kurz auf die 15 Kilometer Zwischenwertung bei Kilometer 8,8. Anna-Maria Schrempf führt hier ganz erfreulich mit 21 Minuten und 31 Sekunden. Relativ deutlich vor Thea Schwingshackl, die ja in der Tourwertung führt. Und Leonie Pizza. Das ist aus heimischer Sicht natürlich ganz erfreulich, also dass unsere Mädels aus unserer Gegend hier da ganz vorne mitlaufen. Und auch hier haben wir schon gesehen, bei 8,8 Kilometer der Burschen, der Lukas Pizza, ebenfalls einer aus unserer Gegend. Und dann haben wir noch dabei Thomas Postel, ja, da sind auch einige dabei. Ja, wenn uns das als Ramsauer Sicht nicht freut, was dann? Anna-Maria Schrempf ist ja noch eine Jugendathletin, ist noch im Nachwuchs mit dabei, nutzt diese Plattform, dieses Rennen natürlich auch, um sich ja, weiterzuentwickeln. Jedes Rennen ist eine Erfahrung mehr, und wenn es vor der Haustür ist, umso besser. Jetzt, weil wir vorhin ein bisschen gesprochen haben über diese Euro-Loppet. Jetzt habe ich fast den Namen nicht rausgebracht, aber das war ganz wichtig, und der Helfried ist natürlich einer der Stiegler, der hier immer wieder arbeitet, ganz akribisch mit seinem Team, um eben auch in einem Bewerb dabei zu sein, dass man auch Punkte holen kann hier in der Ramsau. Das war ganz, ganz wichtig, diesen Schritt zu gehen, aber ich sage es ganz bewusst, das geht nur, wenn man ein Team hinter sich hat. Und wenn ich jetzt da nur aufschaue, der Sebastian Scholz als Rennleiter, der Stefan Scholz als Streckenchef mit all ihren Helferleins, also über 100 Leute helfen damit, dann ist das möglich geworden. Und da muss man wirklich allen einmal voran, dem WSV Ramsau am Dachstein, dem Tourismusverband, alle, die mitwirken, ein großes Dankeschön sagen. Sonst wäre das nicht möglich. Du bist ja auch Mitglied des WSV Ramsau. Ja, natürlich. Immer wieder mit dabei, wenn es darum heißt, wir müssen anpacken, wir müssen Rennen organisieren, auch im Sommer, auch im Winter, ja, beim nordischen beim Weltcup der nordischen Kombinierer. Ja, ich habe da immer die Ehre, mit meinem Freund und Kollegen Sepp Reich die Stadionmoderation zu machen. Und es ist schon immer wieder bemerkenswert, dass speziell kurz vor Weihnachten schon so viele Gäste herkommen und bei widrigsten Bedingungen, wie wir es auch gehabt haben, trotzdem herkommen. Und wenn man halt die Vereinsmeierei, sage ich ein bisschen, lebt, dann hat man auch Spaß und Freude daran. Und man weiß mittlerweile, dass speziell im Wintersportverein die Touristiker, die Gemeinde, alle was dazugehören, schon wirklich eine Freude haben damit. Ja, wir konzentrieren uns jetzt auf den 15-Kilometer-Bewerb, denn für den 42er haben wir sicher noch ein wenig länger Zeit. Da vorne, da wird möglicherweise eine Sprintentscheidung rauslaufen. Thomas Postel macht hier das Tempo. Alex Gotthalmseder ist drinnen, Philipp Leopold, da haben wir gesehen. Natürlich auch Patrick Klettenhammer hier mit unverkennbar dem pinken Trikot des Gesamtführenden der Tour. Noch einmal zur Erinnerung, die hellblauen Nummern, das ist die Mini-Tour, die Ramsau-Wertung mit dem Führenden im pinken Trikot, und die dunklen wie die 2109 ganz vorne, Thomas Postel. Das ist die Tageswertung, die heute extra angereist sind und gesagt haben, das ist schöne Wetter, das nutze ich für 15 Kilometer schnell Langlauf, und die kommen schon wieder zurück. Ich glaube, die sind schon wieder in Schanzennähe. Na, das war jetzt dieser Teil, den habe ich jetzt fast ein bisschen übersehen, der ja hinausgeht, und zwar Richtung Osten von hier aus gesehen, und da geht es Richtung Brunnhäusl, ja genau, 12,6 Kilometer der Männer, und jetzt sind schon wieder herinnen Richtung Stadion, also Richtung Osten gesehen, das wurde auch neu gemacht, Schneeanlage wurde gebaut, um eben auch das Ganze schneesicher zu machen, und ich sage das immer wieder ganz bewusst, egal wo ich bin, immer wenn man Schneeanlage hört, dann wird immer gesagt, der Schnee, Kunstschnee, das ist Wasser und Luft, nichts anderes, also deshalb sind wir froh, dass wir das nützen dürfen. Gibt ja im Sommer auch das große Schneedepot, dass man dann relativ früh auch mit dem Langlauf hier
beginnen kann. Das ist, wie gesagt, diese Gruppe der 15-Kilometer-Läufer, die wir uns jetzt natürlich ganz genau anschauen. Und ja, es wird möglicherweise auch zu einem Sprint kommen, wenn sie hier dann hereinkommen. Es wird ja dann noch einmal abgebogen auf diesen neu konzipierten Teil der Strecke, wo man gesagt hat, okay, man muss das Ganze auch für den Weltcup noch einmal richtig attraktiv gestalten. Schauen wir gleich dann noch einmal rein, wenn wir wieder Bilder haben von der 15-Kilometer-Runde. Da geht es jetzt rauf und da kann man jetzt sich natürlich noch einmal absetzen. Jetzt sind wir in diesem neuen Teil drinnen. Dieser Teil wurde, wie gesagt, vergangenen Herbst gemacht. Also wenn man jetzt vom Bild aus gesehen rechts, da war der erste Anstieg, der geht jetzt von uns aus gesehen links weg. Und das ist so in kleinen Schleifen gebaut worden, also die 2,5 Kilometer Strecke. Und sie ist, wie man so schön sagt im Jargon, knackig. Also da werden wir dann auch sehen, hinüber Richtung Waldschenke, dann an diesem Eck, wie wir sagen, wo der Anstieg hinauf ist, auf einen der höchsten Punkte hier in dieser 2,5 Kilometer Schleife, 40 Höhenmeter gegenüber Stadion und on the top. So, drei haben sich jetzt absetzen können. Das ist die 2008, die 2109 und der Führende. Das ist Philipp Leopolder, das ist Thomas Postel und das ist Patrick Klettenhammer. Patrick Klettenhammer, der wird natürlich ein wenig taktisch hier laufen und versuchen, die Minitour nach Hause zu laufen. Der ist hier in einer guten Position da vorne mit dabei. Da hat er zwei Tageswertungsfahrer mit dabei oder Athleten mit dabei. Und da muss er jetzt schauen, dass er eigentlich nur dabei bleibt und schaut, dass er den Anschluss nicht verliert. Das macht er hier sehr, sehr gut und zwei Athleten haben sich jetzt hier sogar absetzen können. Also Patrick Klettenhammer ist hier dabei und da sehen wir sie schon hereinkommen, die beiden. Wer kann hier den Sprint machen? Das ist die große Frage. Ist es Philipp Leopolder oder ist es Patrick Klettenhammer? So, und das ist jetzt auch interessant, Michael, denn jetzt laufen sie hinter dem Ziel einen Durchlauf und dann vorne herein. Also das kann man ganz genau, das Publikum kann ganz genau sehen, was hier los ist. Und jetzt, ich glaube, da ist einfach irgendwo die Kraft draußen. Ha? Ja, da geht es jetzt noch einmal über diesen Hügel drüber und Patrick Klettenhammer hat sich hier, glaube ich, sehr, sehr gut absetzen können. Es kommt noch einmal zu einer 180-Grad-Wende hier kurz vor dem Ziel. Und da hat er auch die beste Situation hier. Blickt sich hier um, kann relativ ruhig hier und sicher diese 180-Grad-Wende machen und hat jetzt einen Respektabstand zwischen sich und Philipp Leopolder bringen können und kann hier als Sieger der 15 Kilometer die Faust nach oben ballen. Er gewinnt also nicht nur die Mini-Tour de Ramsau, sondern auch die heutige Tageswertung. Da gratulieren wir Patrick Klettenhammer, dem Italiener aus Toblach, sehr, sehr herzlich. Hast du das gesehen, was da hinten passiert? Ui, das wäre ganz knapp ausgegangen. Hat sich schon sicher gewähnt, der Mann mit der Nummer 2109 Postel. Also das wäre gleich eng hergegangen und er hat von hinten nochmals Konkurrenz bekommen. Also das war ganz, ganz eng, ganz lustig anzuschauen. Aber so ist es eben einmal, wenn man sich schon sicher auf seinen Platz gefühlt hat. Ja. Tolle Entscheidung hier im Rahmen der 15 Kilometer hat sich bewährt, muss ich sagen, hier auch eine Minitour einzuführen. So, Daniel Wallinger kommt jetzt auch dann herein. Das sind natürlich alles hier die Top-Athleten über die kurzen Distanzen, die hier noch einmal so richtig Gas geben. Und wir warten auch auf die erste Dame natürlich. Wir warten auf Anna-Maria Schrempf, die sich hier auch ein wenig absetzen können, hat können. Ist schon beim Brunhäusl auch angekommen, wird in wenigen Minuten auch hier dann zu erwarten sein. Und dann gibt es möglicherweise einen Ramsauer Heimsieg über die 15 Kilometer. Ja, das würde uns natürlich sehr freuen. Aber ich habe gerade den Lukas Pitze jetzt auch über die Ziellinie laufen gesehen, jawohl, 9. Platz, ein super Ergebnis für unseren Ramsauer. Also Lukas Pitzer hat hier aus heimischer Sicht, er ist zwar in Schladming zu Hause, aber beim WSV Ramsau hier beheimatet, also da freuen wir uns schon. Mhm. Lies Buschan haben wir gerade gesehen unten, die wird natürlich auch die ersten Stimmen unten einfangen, da warten wir noch, bis die Athleten ein wenig ausgeschnauft haben. Und dann werden wir natürlich unter anderem Patrick Klettenhammer befragen, wie es denn war draußen auf der Strecke und wie es ihm ergangen ist. Ja, das ist immer die Frage, wie ergeht es einem? Und ich kann wirklich, jetzt müssen wir glaube ich runterschalten, denn der Erste ist bereits beim Interview. Ja, Liz.
Ja, der erste vom heutigen 15-Kilometer-Skating-Bewerb, der im führenden Trikot ins Rennen gegangen ist, Patrick Klettenhammer. Herzlichen Glückwunsch zum heutigen Tagessieg und zum Sieg der Mini-Tour de Dach, der Ramsau im Dachstein. Wie geht's dir jetzt? Ja, gut, war voller Geist rein. Super Kollegen, einmal mit Zirchen geholfen, ja, super Strecke, einfach perfekt organisiert, besser geht's nicht, ja. Du hast gesagt, die österreichischen Kollegen waren heute gut zu dir. Ja, genau. Da haben wir viel Zirchen geholfen. Dann haben wir Sporen gekannt, dann erst recht Verrichtung gekannt von klassisch. Heute tue ich jetzt oft und noch einen 15er Schirm, Schettone. Und da ist echt gar eine Zacherstrecke. Ein Kollege war vor 3 Jahren da, der hat sich zweimal gejungt und gesagt, da magst du Schirm. Und ich nicht gewusst, dass die Strecke geändert hat. Das heißt, es war eine Überraschung, hast du vorher die Strecke nicht angeschaut? Nein, gar nicht. Klar, Startziel, Lawinen und ja. Ja, genau. Heute mit dem rosa Trikot ins Rennen gegangen. Wie fühlt sich das anders an, oder wenn man mit der normalen Startnummer startet oder mit dem rosa Trikot? Nein, fühlt sich super. Also als Führer, die Startziehen, wie bei der Tour de France. Da schauen sie an, alle um und so. Und geil macht die fahren, das ist schon cool. Nein, wenn man attackiert, gehen sie alle gleich mit. Weil sie wissen, das ist der Führer. Schon cool. Herzliche Gratulation, danke fürs Interview. Holst du deinen Siegerkranz gleich ab? Ja, danke, danke. Und hinauf zu Michael Nussbaumer und Karl Fischbacher. Ja, ich hoffe, Sie zu Hause haben den Patrick Klettenhammer auch verstanden mit seinem Südtiroler sehr sympathischen Dialekt hier. Haben die Freunde gesagt, man muss nur durchschieben und dann machst du das schon, aber die haben die Rechnung nicht mit dem Helfried Stiegler gemacht, der die Strecke doch ein wenig schwieriger gemacht hat und geändert hat. Also da war nicht viel mit Durchschieben, vor allem auch gestern beim klassischen Bewerb, sondern das war schon anspruchsvoll, aber der hat das souverän gemacht, obwohl er auch nicht sehr viel gesehen hat von der Strecke vorher. Eines muss ich natürlich schon dazu sagen, der Patrick Klettenhammer hat die Ramsau so hoch gelobt jetzt. Also da geht mir wirklich das Herz auf, wenn das einer aus dem benachbarten Italien macht, aus dem Trentino. Also wirklich, der hat uns und dir, lieber Helfried, wenn du mir wo hörst, mit deinem Team größten Respekt gezollt. Und wenn das ein Sieger einmal von sich gibt und vor allem alles so positiv erwähnt, dann glaube ich, hat man einfach sehr viel richtig gemacht. Da haben wir das Podium des heutigen Tages. Patrick Klettenhammer gewinnt, der Italiener vor Philipp Leopold und Simon Kugler. Das sind die ersten drei hier und das sind die Platzierten. Während immer wieder noch Athleten hier über die 15 Kilometer jetzt hereinkommen. Ich muss dich kurz unterbrechen. 17. Platz, der Mario Schlögl ist auch einer von uns hier. Also je mehr ich da raufschaue, jetzt müssen wir aber hineinschauen, denn jetzt geht in den Zieleinlauf von. Schauen wir mal, also wir warten auf die erste Dame. Ich glaube, da ist sie, die Nummer 2132. Jawohl, das ist sie, das ist Anna-Maria Schrempf. Das ist der Zieleinlauf der ersten Dame. Da dürfen wir gratulieren zu einem Heimsieg der jungen Athletin vom WSV Ramsau. Völlig ausgepumpt. Also die hat auch heute alles gegeben. Die werden wir natürlich auch ein wenig ausschnaufen lassen. Und Elisabeth Buschern hat sich sicher schon auf die Fährte von ihr gemacht. Tolles Rennen der jungen Ramsauerin hier im Rahmen der 15 Kilometer der Tour de Ramsau. Tageswertung muss man dazu sagen. Naja, trotzdem, aber da gratulieren wir natürlich der Anna-Maria Schrempf und vom WSV Ramsau. Und vor allem eines, das ist schon der Luis Stadlober, ist ja der Chef hier vom WSV Ramsau mit seiner Tochter Theresa. Und jetzt, wenn er das natürlich sieht, da wird er eine große Freude haben, genauso wie wir. Gratulation nochmal. Ja, ich glaube, es geht schon gleich einmal zum Interview. Ja, schauen wir noch einmal raus auf die Strecke, auf den 42er. Und dann wird sich Liz Buscher natürlich auch in wenigen Minuten sicherlich mit Anna-Maria Schrempf kurz unterhalten. Wir haben noch die zweite hier, ja, das ist die führende und auch die Gewinnerin der Mini-Tour de Ramsau bei den Damen, Thea Schwingshackl. 42 Sekunden hat sie nur, unter Anführungszeichen, auf Anna-Maria Schrempf auf diesen 15 Kilometern aufgerissen. Aber sie ist natürlich als Erste auch über die Ziellinie gegangen, was die Tour de Ramsau betrifft und kann diese Mini-Tour de Ramsau jetzt auch für sich entscheiden. Also sie darf dieses pinke Trikot nach Hause nehmen und da gratulieren wir ihr natürlich sehr, sehr herzlich. Absolut. Und wie hat der Patrick Klettenhammer gesagt, man fühlt sich fast so wie bei der Tour de France. Also der Vergleich hat mir irgendwie sehr gut gefallen. Ja, da sehen wir ihn auch, den Führenden bei der Tour de Ramsau bei den Herren. Niklas Liederer hier auf der zweiten Position und ganz vorne macht die 44 Tempo. Der hat gestern auch schon unglaublich viel
Tempo gemacht, Fabian Katnick. Und da hat man sich jetzt auch vorne gefunden. Vorne gefunden, das heißt, man ist jetzt wieder in diesem schattigeren Teil. Also das heißt, der Kulmberg ist da ein bisschen davor. Und jetzt hören wir schon, dass wir wieder unten ein Interview bereit haben. Mhm. Schauen wir mal, ob Miss Buschan schon bereit ist und schon jemanden vor dem Mikro hat. Sie hat Anna-Maria Schrempf vor dem Mikro. Liz. Genau, Anna-Maria Schrempf bei mir hier zum Siegesinterview. Gratulation zum Tagessieg über 15 Kilometer Skating. Wie hast du es heute angelegt? Ja, also ich habe am Start geschaut, dass ich gleich dabei bleibe. Und dann, Gott sei Dank, ist mein Pacemaker-Papa dabei gewesen, dass ich im Windschatten gut bin. Also der Papa hat vorne Tempo gemacht und du hast dich hinten reingehängt? Ja, eigentlich am Stieg habe ich Tempo gemacht und in der Abfahrt er. Und ist er dann nachgekommen am Stieg? Ja, er hat sich gut angestellt. Ein braver Papa. Ja, schon. Hast du deine Ski heute auch schon eine Stunde vorher in den Startbereich abgelegt? Ja, genau. Also wir haben gleich geschaut, dass wir eine gute Startposition haben. Aber es war voll super alles. Wie war die Strecke beieinander? Man hat gesagt, es wird ein bisschen weicher. Ja, also die Strecken war echt super. Es ist voll gut gegangen, es waren sehr faire Verhältnisse. Ist auch cool. Gratuliere zu deinem Sieg des heutigen Tages. Ja, wir werden jetzt auch gleich die Mini-Tour-Siegerin zu uns holen. Kurz zurück hinauf ins Studio und dann wieder herunter zur Mini-Tour-Siegerin des heutigen der Tour de France, Tour de Ramsau, Entschuldigung. Die Tour de France übertragen wir dann möglicherweise im Juli, werden wir mal sehen. Aber wir konzentrieren uns auch hier bei der Tour de Ramsau aufs gelbe Trikot, freut uns ganz besonders. Und konzentrieren dürfen wir uns ja auch unter anderem am 8. und 9. Februar auf den Corsa-Lauf. Da dürfen wir noch einmal hinweisen, Corsa-Lauf, wie gesagt, auch live auf Alpentour TV, wenn es dann in St. Johann in Tirol losgeht. Stichwort Papa, haben wir gerade geredet während dem Interview mit Anna-Maria Schrempf. Den kennst du ja. Ja, natürlich kennt man sie. Hier kennt ja eigentlich fast jeder jeden. Aber da haben wir heute alle zusammen eine Riesenfreude, wenn es eben auch gelingt, dass man, wenn man den Langlaufsport auch lebt, dass dann die Tochter in dem Fall halt wirklich auch erfolgreich sein kann. Wir wissen natürlich alle ganz genau, wie zäh das Ganze ist. Und ich kann Ihnen, liebe Zuschauer, eines versichern und auch dir, Michi, also das Ganze kommt nicht von ungefähr. Da muss man wirklich sehr, sehr viel machen. Ich bin sehr oft heraus hier im Stadion und sehe natürlich die Anna-Maria mit allen die Beteiligten hier, um das Training zu absolvieren. Also von nichts kommt gar nichts. So, jetzt ist dieses Führungstrio, Quartett, je nachdem wie man es nimmt, wie man die Abstände hier misst, ganz oben auf der Weltcup-Strecke auch angekommen. Aber wir hören gerade von Elisabeth Buschan, sie hat wieder jemanden vor dem Mikro. Thea Schwingshackl, die Siegerin der Mini-Tour der Ramsau am heutigen Wochenende. Beim ersten Antreten mit dem rosa Trikot gestartet und gleich den Sieg ins Ziel gefahren. Wie geht's da? Ja, jetzt geht mir ziemlich gut. Ich bin froh, dass es heute so gegangen ist. Und ja, ist schön da. Wie hast du das Rennen angelegt heute? Ja, beim Start habe ich mir ein bisschen hart getan, richtig wegzukommen. Und dann habe ich versucht, von hinten ein bisschen alles aufzuholen. Und nein, bis zum Schluss ist es gut gegangen. Der Patrick ganz vorne und du jetzt dann auch noch die Damenwertung gewonnen. Ein super Familienergebnis, oder? Ja, das passt so. Ist gut. Was sagst du, Ramsau? Ja, wunderschön. Das erste Mal da und das ist echt toll. Das gefällt mir gut. Ja. Die Anstiege nicht zu schwer gewesen? Ja, leicht schwer genug. Gestern war es viel zacher von mir als gestern. Und klassisch war es schon ziemlich hart. Aber heute war es so schnell, heute war es super. Herzliche Gratulation, danke fürs Interview und zurück ins Studio zu Michael Nussbaumer und Karl Fischbacher. Matthias Schwingshackl ebenfalls eine Südtirolerin. Also es gibt hier zwei Südtiroler Siege heute über die 15 Kilometer, während wir hier die 42 Kilometer auf der Durchlaufrunde hier im Stadion sehen und dann geht es auch schon wieder raus. Wer ist damit vorne dabei? Das ist Fabian Katnick, der hier unermüdlich Tempo macht und in seinem Windschatten hat sich der Führende der Tour de Ramsau im gelben Trikot, der Tour de France haben wir gesagt, nein, der Tour de Ramsau platziert. Niklas Liederer und Toni Escher, der ist ganz vorne mit dabei, Urban Lentsch und
Daniel Debatin ebenfalls. Also das sind die, die hier innerhalb von 5 Sekunden diese ersten 21 Kilometer zurückgelegt haben. Schauen wir auf die Uhr. 45 Minuten gut vergangen. Das, ja, lasst uns hochrechnen auf 1,5 Stunden Siegerzeit hier. Also unglaublich schnelle Bedingungen heute auch über diese 42 Kilometer. Würde ich auch sagen. Und vor allem schnelle Bedingungen insofern, wir haben zweimal die Schneetemperatur angesprochen. Wir haben zuerst gesagt, ja okay, könnte es vielleicht ein bisschen weicher werden. Wird es nicht, weil in Wahrheit haben wir Januar. Und im Januar ist es einfach noch so, da hat die Sonne nicht so viel Kraft. Also von dem her, glaube ich, wie die Lisa auch vorhin gesagt hat, wird das nicht passieren. Wie ich auch am Anfang schon gesagt habe. Aber weil wir vorhin eben ein bisschen gesprochen haben über die Tour de France und im Sommer, du hast gesagt, irgendwann im Juli oder Juni machen wir das. Nein, da habe ich eine andere Idee. Wir haben ja immer hier in der Ramsau das Frühlingsfest der Pferde und heuer wieder vom 13. und 14. Juni, das 33. mittlerweile. Ramsau ist ja die pferdestärkste Gemeinde der Steiermark. Also das muss man auch wissen. Es wird hier das Pferd ja für alles Mögliche genützt. Sport, Freizeit, für die Arbeitnehmer. Dafür ist es maschinell geworden. Aber das Pferd hat einen sehr hohen Stellenwert. Wie gesagt, und von dem her freuen wir uns schon auf das 33. Frühlingsfest der Pferde, 13. und 14. Juni 2020. Das ist ja der große Traum von unserem Martin Böckle, einmal so ein Fest im Sommer auch zu übertragen. Blumenkorso sagt immer, würden wir gerne einmal live übertragen. Vielleicht wird es irgendwann einmal so weit, dass wir das Frühlingsfest der Pferde auch live übertragen dürfen. Aber das kann man sich natürlich vormerken. Wir haben gestern auch mit Sepp Reich gesprochen. Man hat sich irgendwie überlegt, auch einen Auftakt für die Wandersaison zu machen. Und da hat sich dieses Frühlingsfest der Pferde entwickelt, 13. bis 14. Juni 2020 in dieser wunderschönen Wander- und Bergsteiger-Destination Ramsau am Dachstein. Weil du jetzt gerade nochmals über das Frühlingsfest der Pferde sprichst, ist natürlich bei aller Wertschätzung für unsere Athleten, die hier in Führung liegen, gell, und alle, die dabei sind. Aber ich muss einen Zusatz noch verwenden, weil du Blumenkorso gesagt hast, das ist einzigartig in Österreich. Da werden keine Fahrzeuge mit Motoren verwendet, sondern alles wird mit dem Pferd gezogen. Also das ist einzigartig. Also das, glaube ich, sollte man sich wirklich merken. Kommt zu uns, ihr werdet erfreut haben dabei im Juni 2020. Ja, freuen wir uns drauf. Man sieht ja die Pferde auch im Winter, muss man sagen. Also immer wieder sind neben den Langlaufpisten die Pferde unterwegs, die Pferdeschlittenfahrten. Ja, das sind die drei, die hier ganz vorne unterwegs sind. Fabian Katnick, die 20 sehen wir ebenfalls hier vorne. Toni Escher, der es hier wirklich wissen will und auch über die Tour de Ramsau startet. Stichwort grüne Startnummer, also da müssen wir auch auf die Gesamtwertung ein wenig schauen. Und natürlich der Führende bei den Herren im gelben Trikot, Niklas Liederer. Werfen wir aber auch einen Blick auf die Damenwertung. Ganz, ganz wichtig, die dürfen wir nicht vergessen, denn es sind ja auch die Damen über die 42 Kilometer unterwegs und da gibt es auch eine Tour, die Ramsau-Gesamtwertung. Da führt Anna Seebacher ganz, ganz deutlich vor Luise Kummer und Camila Borotova. So sieht es derzeit bei den Damen aus. Also auch da werden wir immer wieder auch ein Auge drauf haben und schauen, wie sich denn hier das Ganze entwickelt. Aber Anna Seebacher hat ja einen sehr, sehr komfortablen Vorsprung herausfahren können gestern über die 30 Kilometer. Das hat sie sehr, sehr gut gemacht. Und wenn man sich das jetzt hier anschaut, dann dürften sich die beiden hier doch ein wenig absetzen. Niklas Liederer in Gelb, der sich hier ziehen lässt von Toni Escher in der weiß-grünen Nummer mit der Nummer 20. Das sind die, auf die wir jetzt ja, ein Auge werfen müssen. Jetzt sind wir genau drinnen, also an diesem Anstieg noch Start und Ziel hier im Durchlauf. Und das ist der Anstieg Richtung Haus Katharina hinauf. Und da ist es einfach wirklich so, das schaut im Fernsehen relativ einfach aus. Und hier haben wir wirklich so langgezogene Steigung, da brauchst du einfach Kraft, das musst du durchziehen, ja, durch den, sonst geht es nicht. Wenn man sich das anschaut, die beiden laufen immer noch im 1-1er, also sehr, sehr kraftvoll hier dieser Stil, der hier gelaufen wird. Und da wird noch einmal Verpflegung angenommen von den Betreuern an der Strecke, die man natürlich platziert hat. Denn 42 Kilometer, das sind kein Honigschlecken. Da muss man wirklich sich auch darum sorgen, dass man auf den letzten 5 Kilometer nicht blau geht. Es ist nichts anderes wie bei einem Laufmarathon. Man muss sich hier auch verpflegen, denn sonst kann es sehr, sehr hart werden. Sehr hart, jetzt sind wir wieder auf unserer berühmten Unterführung. Das ist die Lange Gasse, wie sie bei uns heißt. Und da geht es jetzt dann schon wieder hinein Richtung Talstation Rittisberg. Bis soweit ist, bis wir beim Rittisberg angekommen sind, spielen wir ein paar Sekunden Werbung und sind gleich wieder zurück beim Sonntagsbewerb, dem 42er im Rahmen der Tour der Ramsau.
ja, der Kitzbüheler Radmarathon, der dann im Sommer anstehen wird und den wir ebenfalls übertragen werden. Und wir sind wieder bei der Tour der Ramsau mit dem gelben Trikot, mit Niklas Liederer, mit der führenden Dreiergruppe, können wir so sagen. Ich glaube, die haben sich jetzt so ein wenig abgesetzt. Da ist wieder einer ein wenig dazugelaufen. Bergauf war es ja, glaube ich. Müssen wir uns kurz orientieren. Toni Escher war ganz vorne mit dabei, der macht hier auch immer noch Tempo. Und Niklas Liederer, einer hat hier wieder aufschließen können. Das zeugt nicht von allzu großem Tempo vorne, sondern man versucht hier das auch schon über die Distanz zu bringen, was auch ganz, ganz wichtig ist. Wenn man hier überpäst auf diesen Hügeln, dann ist man wahrscheinlich dem Sportler tot geweiht. Und das sind diese schwierigen Anstiege hier. Rittersberg muss immer rauf, runter. Genau, rauf. Genau. Die schauen so einfach aus. Und wenn man dann natürlich schon über 20 Kilometer gelaufen ist, dann schaut die Sache ein bisschen anders aus. Obwohl, in Wahrheit, die sind natürlich alle fit. Da braucht man überhaupt nicht nachzudenken drüber. Man muss sich das einmal so vorstellen. Als Otto-Normalverbraucher, da wäre man wahrscheinlich schon halb tot, um diese Strecke zu laufen. Aber es ist trotzdem auch für die Supersportler nicht allzu einfach, nach 20 Kilometern diese kleinen Steigungen, die sind so kleine Nadelstiche, die tun einfach weh. Und die muss man auch überwinden, den inneren Schweinehund, dann kann man ganz vorne dabei sein. Und das macht es eben so schwierig über die Langdistanz. Wir sehen wieder Athleten, die über die 15 Kilometer hier ins Ziel kommen und ihre Strecke heute auch bewältigt haben. Das sind die Breitensportler, die sich natürlich bei diesem Wetter hier in der Ramsau freuen, einen tollen Langlaufvormittag hier absolviert zu haben. Schauen wir kurz auf die Uhr. Wir stehen bei knapp 55 Minuten, haben vorher hochgerechnet. Ungefähr bei 1,5 Stunden rechnen wir mit der Siegerzeit, wo einer dieser drei, die da vorne unterwegs sind, Toni Escher, der gelbe Niklas Liederer und Fabian Katnick, der hier vor allem am Anfang sehr, sehr stark Tempo gemacht hat, ja, dann ins Ziel kommen werden. Der Fabian, ich habe gerade gesehen, der kommt aus St. Jakob im Rosenthaler Kärntner, der hier ganz vorne mitmischt. Und wie gesagt, der Niklas Liederer, ich habe es schon eingangs erwähnt, ist ja auch im Ortsteil Vorberg beheimatet, hat ja schon Weltcup-Erfahrung und er hat das ganze Rennlaufen noch nicht ganz aufgegeben. Er hat es dann nicht ganz geschafft, aber er ist natürlich immer noch prädestiniert dazu, vielleicht doch noch einmal zurückzukehren in den Weltcup-Zirkus, würde uns natürlich freuen, denn wir wissen alle ganz genau, der Langlauf war ein bisschen gebeutelt in den letzten Jahren, aber ich glaube, mit Dr. Luis Stadlober haben wir da einen Mann ganz an der Spitze jetzt, der das Ganze wirklich mit viel Aufwind und Kraft betreibt, um eben der Jugend die Möglichkeit zu schaffen, um eben wieder im Rennsport dabei zu sein. Das ist wichtig. Also man lässt sich im Langlauf in Österreich nicht untergehen und versucht, hier entsprechend auch Akzente zu setzen. Das wird in den nächsten Jahren hoffentlich Früchte tragen und dann werden wir die einen oder anderen Athleten, die wir beim Nachtprolog schon gesehen haben, die aus der Ramsau kommen oder auch aus eben ganz Österreich hier angereist sind, um hier Trainingsrennen auch zu absolvieren. Ja, man versucht auch der Jugend hier eine Plattform zu geben. Das ist ganz, ganz wichtig, glaube ich, dass man sich hier nach den Skandalen, die wir im letzten Jahr gehabt haben, nicht untergehen lassen. Wir haben aber noch einmal Interviewgäste unten bei uns im Zielraum. Elisabeth. Ja, genau, da ist die Romana und der Robert, die haben eine ganz besondere Beziehung zur Ramsau. Du hast erzählt, ihr wart beim Opening schon dabei. Genau, da haben wir eine voll super Trainerin gehabt, die Theresa. Und da habe ich so das erste Mal Langlaufluft geschnuppert und ja, war gleich motiviert, dass ich beim Langlaufen da über die Weihnachtsfeier was tue. Und heute stehen wir da auf dem strahlend herrlichen Sonnenschein. Wir haben gesehen, ihr habt euch gefeiert im Ziel. Da hat es eine Siegerbusse gegeben. Hast du sie ins Ziel gezogen oder was umgekehrt? Sei ehrlich. Wenn ich jetzt ganz ehrlich bin, war sie vor mir. Ja? Aber das bin ich schon gewohnt. Das ist beim Mountainbiken auch, das ist beim Laufen auch. Sie ist einfach die bessere Ausdauersportlerin. Aber es hat so Spaß gemacht, das war perfekt. Ihr habt ja gesagt, es war das Wetter, was euch überzeugt hat, da jetzt dann doch noch eine Nachnennung zu starten. Wann seid ihr angereist? Gestern. Wir sind gestern hergekommen, sind aber erst am späten Nachmittag gekommen, weil wir in Wien nur ein Lauftraining machen haben müssen. Wir sind dann hergefahren und haben heute da den Bewerb gemacht und jetzt gehen wir Skitour. Tag ausnützen. Ja, und das kann man perfekt da in der Ramsau. Ja, nein, es ist voll schön, da ich liebe es, da herzukommen. Ich bin auch im Herbst beim Torlauf mitgelaufen, gell? Und ja, mein Herz schlägt voll für die Region da und ich komme wirklich sehr, sehr gern daher. Ja. Dann sehen wir euch nächstes Jahr wieder am Start. Ja. Fix, gerne, ja. Dankeschön und eine schöne Skitour. Danke. Und zurück zum Sportlichen, hinauf in die Kommentatorenbox.
die haben noch nicht genug, die hätten auch über die 42 Kilometer laufen können, wenn ich mir das so anschaue, aber das ist schön, wenn man lachende Gesichter im Ziel sieht. Jetzt haben wir kurz die Zwischenergebnisse bei Kilometer 20,7, das ist der Durchlauf hier bei Start und Ziel. Anna Seebacher führt 4 Minuten vor Hanna Nöhmeier und Luise Kummer. Die beiden machen gemeinsame Sache hier und Camila Borotova ist ja, knapp dahinter, 4 Minuten 26 der Rückstand der Tschechin. Also Anna Seebacher läuft hier einem ja, doch ungefährdeten Startzielsieg und auch einem Gesamtwertungssieg entgegen. Ich glaube, die beiden, schaut sehr, sehr gut aus, dass sie hier die gelben Trikots behalten können. Na, würde uns natürlich freuen, aber wie gesagt, wir sind erst bei Halbzeit, aber ich glaube, die Anna weiß natürlich ganz genau, wie sie sich das einteilt, weil sie kennt A, einmal die Gegend hier und B, sie ist da natürlich in vielen Trainings schon unterwegs gewesen und also sollte ihr nichts Unvorhergesehenes passieren, müsste das klappen, aber wie gesagt, zum Schluss wird abgerechnet, das weiß auch sie. Aber vielleicht noch mal ganz kurz, weil wir vorhin da diese Aufnahmen gesehen haben mit der Liz unten. Also die beiden Gäste haben sich wirklich gefreut hier über die Ramsau. Und gerade weil im Hintergrund, das kann man auch von unserer Kommentatorenkabine aus sehen, das Dachsteinbad, das ist ja neu gestaltet worden. Das wurde ja vor einem Monat neu eröffnet, alles neu gemacht. Also man kann natürlich auch hier, da gibt es Indoor-Sachen fürs Training. Also das ist individuell das Trainingszentrum Ramsau. Und das alles spielt mit zusammen und das ist auch wichtig für den Otto-Normalverbraucher, nicht nur für die absoluten Spitzensportler. Mhm. So ist es und bei den absoluten Spitzensportlern sind wir hier wieder vorne und die wechseln sich hier wirklich auch taktisch ab. Fabian Katnick hat einmal kurz angedeutet zu Toni Escher, komm, geh du noch vorne, ich will hier auch einmal den Windschatten genießen und einer, der hier unter Anführungszeichen sehr, sehr klug läuft, ist Niklas Liederer, der hier an der dritten Stelle ist im gelben Trikot und versucht hier eben Körner zu sparen im Hinblick auf die Gesamtwertung, denn die führt er an. Die führt er an und wenn man da jetzt schaut, ja, die wissen jetzt auch genau, was sie tun. Aber wir laufen jetzt ja unmittelbar da an der Heimat von einem ganz großen Ramsauer vorbei. Weißt du, wie der heißt? Oh, es gibt mehrere große Ramsauer. Also einer aktuell in der nordischen Kombination immer ganz vorne zu finden, Franz Josef Rehrl. Von uns aus gesehen, jetzt rechts oben, da ist er beheimatet und er ist ein richtiger Ramsauer. Es gibt fast kein Kinderrennen, wo es nicht eine Siegerehrung gibt, wo er, wenn er hier ist und Zeit hat, dabei ist, um bei den Kleinen zu gratulieren, dabei zu sein. Und das macht ihn auch so, wie er ist. Das ist der Franz Josef und wir wünschen ihm natürlich, dass er nach Seefeld, wo er wirklich mit 3 Bronze Medaillen heimgekehrt ist, dass diese Karriere weiterhin steil nach oben gehen möge, weil er ist A, ein toller Sportler und B, auch ein Mensch, der was wirklich auch, oder er weiß, von wo er herkommt und das ist wichtig. Er war auch einmal so klein und hat da begonnen und das freut uns natürlich immer wieder, wenn er das auch nicht vergisst, unser Franz Josef Rehrl. Ja, der ist ja heute auch beim Kombinierer-Weltcup in Val di Fiemme im Einsatz, da gibt es heute einen Teambewerb und da liegen die Österreicher derzeit auf Rang 4. Gemeinsam mit Lukas Klapfer ist er heute unterwegs und um 14 Uhr gibt es da dann den Langlaufbewerb. Also nach der Tour de Ramsau können Sie kurz Mittagessen gehen und dann um 14 Uhr sich auch den Teamsprint dann in Val di Fiemme ansehen, unter anderem mit Franz Josef Rehrl vom WSV Ramsau, der hier eben aus der Gegend kommt und hier groß geworden ist und ja mittlerweile auch WM-Medaillengewinner ist. Ja, er hat sich das einfach wirklich erarbeitet und hat natürlich auch vom Team her viele Freunde in die Ramsau oder hergebracht. Ein Martin Fritz zum Beispiel oder fallen jetzt nicht so viele ein, aber die haben ihre Trainingszentren hier aufgebaut. Lucky Klapfer ist ja in Steyr, ist auch sehr oft hier. Also die wissen schon alle, dass die Ramsau einfach sehr wichtig ist, wenn man im Sport weiterkommen will, weil eben die Möglichkeiten auch geboten werden. Mittlerweile ist ein kleiner Respektabstand zwischen den drei Führenden und dem Rest der ganzen Athleten hier auch aufgebaut. Fast eine Minute ist das schon und einer der Verfolger ist auch die Nummer 1, der Gewinner der Tour de Ramsau im Vorjahr, Florian Rode, der gestern schon gesagt hat, der 42er, das wird noch ein ganz hartes Brett heute. Und der hat auch, das hat sich auch für ihn heute bewahrheitet, denn er hat sich gestern richtig ausgegeben und immer wieder versucht, Niklas Liederer zu attackieren, ist aber nie wirklich an ihn herangekommen und da waren immer 15, 20, 25 Meter zwischen ihm und Niklas Liederer. Und er hat schon gesagt, er muss schauen, dass er das heute irgendwie überlebt und hat es leider nicht geschafft, hier in diese Dreiergruppe dann auch reinzukommen. Schaut also auch in der Gesamtwertung für Niklas Liederer sehr, sehr
gut aus. Ich meine, ein Florian Rode ist natürlich auch vom Alter her schon ein bisschen ein gesetzterer, wie man sagt, obwohl im Ausdauersport ja das nicht unbedingt ein Problem ist, aber natürlich gegen so junge und vor allem sehr starke Burschen, wie sie hier unterwegs sind mit dem Niklas Liederer, ist es nicht ganz einfach, hier mitzuhalten. Aber das hat er schon auch ein bisschen in seinem Interview gesagt, dass es ja schon schwierig werden wird. Wenn wir vielleicht noch einen Blick auf die Gesamtwertung der Tour de Ramsau werfen, dann ist es ja so, dass Niklas Liederer führt. Florian Rode ist derzeit oder zu Beginn des Bewerbs heute war er Zweiter mit einem Abstand von knapp 25 Sekunden. Und der Drittplatzierte, das ist Florian Kattnick und der ist da vorne mit dabei. Der hat aber schon 1:30 Rückstand auf Niklas Liederer. Also wenn sich Niklas Liederer hier an die beiden anhängt, an Toni Escher, der in der Gesamtwertung ja schon fast 5 Minuten zurück ist, dann macht er alles richtig und er muss dieses Feld vorne einfach nur kontrollieren und macht es in bewährter Manier, dass er sich hinten anstellt und sagt, Freunde, ihr müsst Tempo machen, wenn ihr was erreichen wollt. Ich bin der, der in der Gesamtwertung ganz vorne ist. Ich muss mich zurückhalten und auf eure möglichen Attacken eigentlich nur reagieren. Wir haben natürlich heute bis jetzt sehr viel über die Führenden in der Damenklasse, in der Herrenklasse gesprochen. Man muss sich schon eines vorstellen an diesem großen Starterfeld, es können nicht alle gewinnen. Aber das Bemerkenswerte ist, dass wirklich so viele dabei sind, an die 1600 Starts an diesen 3 Tagen, das muss man sich mal vorstellen. Es ist Teilnehmerrekord, muss man auch dazu sagen. Also sind hier dabei, um eben an der Tour de Ramsau dabei zu oder mitzugestalten, mitzumachen. Und ich glaube, das ist auch das Schöne bei aller Wertschätzung für unsere Schnellsten natürlich, aber die Breite ist uns auch sehr wichtig, denn ich glaube, alle diese Volkslangläufe würden nicht davon leben, wenn wir nur die Weltspitze hier hätten. Plus 25% Teilnehmerzuwachs, also heuer bei dieser Tour de Ramsau hat uns unser Zeitnehmer Erwin Pflanzl gesteckt und gesagt, das ist alles hier im Aufwind und das ist vor allem auch dem Gesamtkonzept geschuldet, dieser Tour de Ramsau. Es ist nicht nur was für den Topathleten, sondern ist auch für den klassischen Breitensportler einfach was dabei und ich glaube, dass die Einführung auch dieser Mini-Tour de Ramsau seines dazu beigetragen hat. Natürlich haben wir heute auch schönes Wetter und viele, viele Nachnennungen gehabt in der Früh, was uns ganz besonders freut, aber die Ramsau, die gibt einfach, ja, das haben wir schon gesagt, nicht nur sportlich, sondern auch ja, von der Landschaft her sehr, sehr viel her und wenn man diese lachenden Gesichter hier sieht, die nach 15 Kilometern hier einlaufen und nichts völlig ausgepowert sind, sondern einfach auch mit einem Lächeln im Gesicht über die Ziellinie laufen, dann sagt das eigentlich alles aus, was man hier verkaufen möchte, was man den Teilnehmern mitgeben möchte und ich habe es auf den Teilnehmer-Bags gesehen, da steht drauf, wir sind dafür verantwortlich, sinngemäß steht drauf, wir sind dafür verantwortlich, dass Sie Eindrücke nach Hause nehmen von der Ramsau, dann hat man eigentlich heute oder an diesem Wochenende alles richtig gemacht. Ja, und genau das ist ja dem Helfried Stiegler mit seinem Team wirklich gelungen. Also da muss man wirklich sagen, das war vorausdenkend und vor allem das ist jetzt mittlerweile geworden daraus. Man muss ja immer, wenn man etwas organisiert, zuerst gibt es einmal Kritiker, dann gibt es einmal, wenn es läuft, Bewunderer und dann gibt es jene, die sagen, naja, aber jetzt wäre es an der Zeit, etwas Neues zu machen. Nein, der Helfried mit seinem Team, der ist draufgeblieben. Der ist draufgeblieben, hat gesagt, ja, das ist es in der Ramsau, das brauchen wir zum Spitzensport dazu. Und genau das ist die Ergänzung, die was es so wertvoll macht. Und wenn man sich das jetzt wirklich, ich kann es nur immer wieder sagen, du hast es gerade erwähnt, die lachenden Gesichter nach dem 15er, die jetzt noch reinkommen mit Startnummern über 1500 und jubeln, die Hände in die Höhe halten und mit einem lachenden Gesicht hier stehen, wie wir es auch vorhin im Interview gehört haben. Also dann glaube ich, dann war es der richtige Weg, aber wir sind noch nicht am Ende. Der Weg ist das Ziel und da gibt es natürlich noch Ausbaustufen in allen Variationen. Aber ich sage einmal, sehr viel Gutes ist schon getan. Es ist ja aufbauend alles, wenn man das so schön sagen darf, von der WM 1999 gewesen. Wir würden nicht in diesem Gebäude hier sitzen, das habe ich auch gestern und vorgestern schon erwähnt, wenn es die WM 1999 hier in der Ramsau nicht gegeben hat oder hätte, die natürlich einen Investitionsschub gebracht hat, wo man gesagt hat, man gestaltet die Schanze neu, man gestaltet dieses Schanzengelände neu, dieses Langlaufstadion ist errichtet worden und man hat hier natürlich auch über Jahre davon profitiert. Spitzensport kostet Geld, aber
ist langfristig angelegt worden und mir gefällt schon diese langfristige Ausrichtung der Ramsau in Richtung Langlaufsport, wenn man denkt, es ist jetzt 20 Jahre her, man hat danach schon sich Gedanken gemacht, was kann man, können wir weitermachen. Es ist heuer die 20. Tour der Ramsau, die ja mit dem Dachstern Volkslanglauf begonnen hat und man hat sich hier verschiedene Formate überlegt und ist schlussendlich bei dieser Dreitagesveranstaltung geblieben für die Breitensportler. Gemeinsam natürlich immer wieder auch mit dem Weltcup der nordischen Kombination, der hier zu Gast ist. Es hätte die Möglichkeit gegeben, dass man natürlich auch in der Tour de Ski dabei ist, hat sich aber dann für die Breitensportler entschieden. Ich glaube, langfristig war sicher ein richtiger Weg. Absolut, aber jetzt müssen wir, glaube ich, runterschalten, denn die Liz, glaube ich, hat jemanden unten bei uns. Da gibt es wieder Interviews. Elisabeth Puscher. Genau, es gibt wieder Interviews und wir haben ja schon gehört, 20 Nationen heute hier am Start, am Sonntag bei der Tour der Ramsau. Und bei mir ist jetzt Rastoch Lavac aus Slowakei, from Slovakia. Do you want to greet your fans home on the live stream screens? Sure. So, guys, maybe I switch to Slovak. Čaute všetci, je to fantastický závod. Pozdravujem vás z Ramsau. Na budúce musíte sem všetci prísť, lebo neexistuje nič lepšie. Čaute a teším sa na vás budúci rok. Okay, so now you can translate to all the English speaking? Yes, sure. So, guys, this is amazing race. You have to come next year. You will definitely enjoy it. It's a fantastic place. So you are missing that you are not here. You have to come next year. So I'll see you next year. See you next year. Ciao. Und zurück zum Spitzensport. Wir hätten das frei wohl nicht besser übersetzen können, während hier sich zwei absetzen vorne. Da müssen wir natürlich schon auch drauf schauen. Ja, unglaubliche Begeisterung hier der Teilnehmer hier in der Ramsau bei diesem Wetter. Kein Wunder. So, wer setzt sich hier ab? Wir sehen die 20. Das ist Toni Escher und natürlich der, der in der Wertung ganz vorne dabei ist. Das gelbe Trikot, das muss folgen. Niklas Liederer. Toni Escher und Niklas Liederer also vorne und bringen hier doch einige Meter zwischen die beiden und Fabian Kartnik. Ja, jetzt sind wir wieder drinnen an der Rollerstrecke und da haben sie jetzt wirklich Tempo gemacht, diese beiden. Also die sind wahrscheinlich noch richtig fit unterwegs, sonst würden sie das jetzt bei Kilometer, was haben wir ganz genau gehabt, also das müsste so ungefähr um Kilometer 30 sein. Also, dass sie sich hier schon wirklich so absetzen, das verwundert mich ein klein wenig. Wir haben die Situation auch vorhin schon einmal gehabt in einem Anstieg, dass sich die zwei ein wenig absetzen konnten und dann hat Fabian Kartnik wieder aufschließen können, der ja am Anfang immer unglaublich viel Kraft investiert, immer als Erster dieses ganze Feld rauszieht, ganz vorne mit dabei sein will und ja, das taktische Laufen eher nicht so praktiziert, sondern wirklich auch ein bisschen auf Risiko geht. Da könnte sein, dass er jetzt das Ganze ein wenig büßt. Aber wer weiß, er hat es schon einmal geschafft, wieder zurückzukommen. Vielleicht ist er bergab besser. Ist natürlich auch eine Skisache. Werden wir sehen, ob sich die beiden hier absetzen können oder Fabian Kartnik noch einmal aufschließen kann. Wir werden es erfahren, aber Michael, jetzt weißt du, warum wir oben so wenig Bilder haben, genau von diesem Teil. Ich habe es immer so den Romantikkurs genannt. Weißt du das, warum? Da wird es wahrscheinlich wenig Internetempfang geben oder Handyempfang geben. Na, das halte ich für ein Gerücht. Also, weißt du, was da oben ist? Darum heißt es ja der Romantikteil. Also da wollen wir keine Bilder senden. Das muss jeder selber erkunden. Diesen Teil, der neu geschaffen wurde am Kulmberg. Also soll es sein. Also Sie kommen, wenn Sie hier Bilder sehen wollen, dann kommen Sie in die Ramsau und laufen Sie diese Strecke mal ab. Nehmen Sie sich nicht zu viel vor. Ich bin es auch abgelaufen gestern und vorgestern. Unglaublich sportlich. Rauf, runter. Also da braucht man schon eine ordentliche Kraft und eine ordentliche Ausdauer. Dieser Langlauf im Rahmen der Tour der Ramsau ist nicht zu unterschätzen hier, vor allem der 42er, der eben auch über diese, ja, über diesen Romantikteil, muss ich jetzt schon sagen, geht. Genau, aber weißt du, gerade vorhin haben wir so ein bisschen gesprochen, was war, was wäre wenn und was soll kommen. Natürlich, das darf ich an dieser Stelle schon auch erwähnen, dass wir hier in der Ramsau schon uns auch weiterhin auf den Spitzensport neben dem Breitensport konzentrieren und das natürlich wieder mit einer Großveranstaltung gelingen möge. Also da sind natürlich schon die Zahnrädchen am Antrieb und wir hoffen natürlich, dass wir dann ja in nächster Zeit gleich einmal verkünden können, dass es möglicherweise wieder in eine nordische Ski-WM geht. Und ich glaube, das ist einfach wichtig, das braucht man dazu, um eben dann für den Breitensport, wie schon erwähnt, gerüstet zu sein. Und jetzt glaube ich, Michi, ich habe gehört, ich glaube, es gibt wieder was. Ja, wir gehen kurz in die Werbung und plaudern dann weiter über die Ambitionen der Ramsauer in Richtung möglicherweise nordische Ski-WM.
2035. Wer weiß? Ab in die Werbung. So, wir sind zurück beim 42er oder in diesem Fall beim 15-Kilometer-Bewerb im Rahmen der Tour de Ramsau. Der 15er, der geht ja schon oder ist schon in die Zielgerade gegangen. Die Breitensportler gehen gerade über die Ziellinie, wie zum Beispiel die 514 hier. Und die, die über den 42-Kilometer-Bewerb gehen, befinden sich gerade oben im Romantikteil am Kulmberg, dort, wo Karl Fischbacher gesagt hat, da wollen wir gar keine Bilder haben, weil das wollen sie selber erkunden da oben. Das ist so diese Rollerstrecke, die im Wald verläuft, wo es dann wieder zurückgeht in Richtung Stadion. Das sind die Bilder, die wir Ihnen heute bieten dürfen, live aus der Ramsau bei prachtvollem Winterwetter. Also besser könnte es, glaube ich, nicht sein, wie es heute ist. Also wenn Sie heute am Nachmittag noch Zeit haben, aus der Gegend sind, kommen Sie hier rauf auf dieses Hochplateau. Es zahlt sich heute wirklich aus, den Sonntagnachmittag im Schnee zu verbringen. Ja, genial. Ich kann nur sagen, wir sind hier in einem Bilderbuch heute, wenn wir da runterschauen ins Stadion der Ramsau. Das ist einfach ein Traum, das hier uns die Landschaft einfach heute bietet. Ja, und vor allem, weißt du, ich habe überhaupt das Glück, hier zu Hause zu sein. Und selber, wenn man halt dann arbeitet, fällt einem das nicht mehr jeden Tag auf. Man muss ab und zu wirklich sich zwingen und zu sagen, hey, du wohnst dort, wo die anderen Urlaub machen. Und dann sieht man in der Früh, wie es heute war. Ich weiß nicht, wo du dein Hotel hast, aber von meinem Schlafzimmerfenster aus kann ich die Dachstein-Südwand sehen und du machst die Augen auf und das erstrahlt in Sonnenglanz ganz oben am Gipfel. Also da hast du schon das Gefühl, du bist näher als ja, also manche andere. Aber wie gesagt, das ist halt, der eine empfindet so, der andere so. Ich empfinde es als einfach, wie du das erwähnt hast, sehr schön hier. Und darum sind wir auch bestrebt, eben gewisse Dinge durchzuführen. Wir leben vom Tourismus hier, das sage ich immer wieder. Und die Balance zu halten zwischen dem, was wir hier machen an Tourismus und der Natur, das zu erhalten, ist ganz, ganz wichtig. Und da ist die Ramsau bestrebt und da wird auch sehr genau darauf geschaut. Und wie wir schon erwähnt haben, die Streckenverläufe, wenn ich von neuen Streckenteilen spreche, dann ist es wirklich so gemacht mit allen, die da in irgendeiner Art und Weise landschaftstechnisch mitwerkeln. So. Sehen wir da möglicherweise eine Vorentscheidung auf der 42-Kilometer-Schleife dort, wo die Fernsehbilder ja aufgrund des Romantikteils nicht so gut sind. Aber da haben wir ganz kurz gesehen, dass sich Toni Escher von Niklas Liederer absetzen konnte und ein paar Meter hinter ihn bringen konnte. Also da ist eine Lücke aufgegangen. Das heißt für uns, Niklas Liederer ist das erste Mal bei dieser Tour de Ramsau auch in leichten Schwierigkeiten, was die Führung betrifft in der Tageswertung. Spannende Situation. Ich hoffe, er geht, wie man so schön sagt, im Sportlerjargon nicht blau, sondern es ist einfach so, dass Toni Escher eine sehr, sehr gute Performance heute an den Tag legt. Und da hinten sehen wir eine, die in der Wertung der Damen ganz vorne ist. Schauen wir uns auch einmal ganz kurz an. Toni Escher führt also derzeit diese Tour de Ramsau an vor Niklas Liederer und Fabian Kattnick. Und das dürfte sich jetzt auch aufteilen. Also diese Dreiergruppe, die wir lange gesehen haben, zerfällt derzeit. Und Toni Escher kann sich hier zumindest ein wenig von Niklas Liederer absetzen. Ich glaube, das war jetzt bei 33 Sekunden und jetzt glaube ich, sind wir schon ein bisschen weiter, weil der Rückstand war da vom Niklas eine Sekunde und jetzt haben wir aber gesehen, dass es ein bisschen mehr ist. Ja, es geht hier die Lücke eben auch auf, da sehen wir wieder Bilder aus der Masse heraus, da dürfte ganz hinten auch Anna Seebacher sich hineingehängt haben in diese Gruppe und das ist ja die Führende bei den Damen.
Sie führt ja vor Luise Kummer und Hanna Nöhmeier und die fährt jetzt auch hinein oder kommt jetzt auch hinein in diesen Teil des Kulms ganz oben, wo es eben hinaufgeht auf die höchste Stelle auf über 1200 Höhenmeter. Weil wir gerade so ein bisschen gesprochen haben über die Ramsau und alles drumherum, über die Schönheit. Also du kannst, wie ich das schon eingangs erwähnt habe, eine Veranstaltung niemals machen, wenn du nicht so viele Leute hättest, die dir hier helfend unter die Arme greifen. Und da ist es einfach so, ob das die Bergrettung, die Feuerwehr, das Rote Kreuz und alle, die heute dabei sind, da sagen wir pauschal auch einmal ein großes Dankeschön, die den Sonntag opfern. Und natürlich ohne Sponsoren geht überhaupt nichts. Also da muss man sich auch bedanken. Und weil wir gerade beim Roten Kreuz sind, ihr habt ja das gestern mit meinem Kollegen Sepp Reich schon ein bisschen zerpflückt, aber wir haben eine ganz gute Nachricht und das freut uns natürlich. Und die Anna Juppe hat ja gestern einen Sturz hier erlitten. Sie hat sich verletzt, musste operiert werden, aber sie hat heute schon wissen lassen, alles gut verlaufen. Die Saison ist zwar gelaufen, aber es ist Gott sei Dank so, dass einer schnellen Gesundung nichts im Wege steht. Und darum, glaube ich, wünschen wir ihr jetzt alles Gute von unserer Stelle aus, damit sie bald wieder hier auf der Loipe zu sehen ist. Da richten wir schöne Grüße aus ins Krankenhaus am Schlafen zu Anna Juppe. Und da haben wir ganz kurz gesehen, das war Anna Seebacher. Und einer, der macht jetzt gar nicht vorne richtig Tempo, das ist der 42er. Der Herren, das ist Toni Escher, der hier wirklich auch Meter zwischen sich und Niklas Liederer gebracht hat. Schauen wir uns das einmal noch einmal genauer an. Da hinten ist er nicht zu sehen, also der hat sich hier jetzt wirklich absetzen können. Das ist eine spannende Situation jetzt in der Tageswertung, muss man so sagen, denn in der Tourwertung ist Toni Escher 4 Minuten und 48 Sekunden hinter Niklas Liederer. Also da kann er ein wenig abreißen lassen. Und da sehen wir erstmals die Führende im gelben Trikot. So, die Farbenlehre ist nicht so einfach. Anna Seebacher. Die Anna. Und wenn man ihr genau auf die Beine schaut und auf das, was sie macht, da läuft sie ganz locker. Immer noch schön im 1-1er, auch wenn es ein wenig bergan geht. Das zeugt natürlich davon, dass sie noch eine ordentliche Ausbeute hat, eine ordentliche Kraftausbeute hat und lässt sich hier von den Herren perfekt ziehen. Für uns ist natürlich interessant, wie viele Meter kann jetzt Toni Escher zwischen sich und Niklas Liederer bekommen. Wäre natürlich schön, wenn wir heute noch einen neuen Tagessieger hätten hier im Rahmen der Tour de Ramsau. Und das sind die derzeitigen, oder das ist der derzeitige Stand in der Minitour bei den Damen. Da führt Thea Schwingshackl vor Antonia Erhardt und Anu Knoll. Und die führt nicht nur, sondern die hat das auch gewonnen. 1,38 die Gesamtzeit, die haben wir schon im Interview gehabt. Man muss sich immer ein wenig orientieren. Minitour, Gesamttour oder große Tour. Die Italienerin gewinnt also hier diese Gesamtwertung heute Nachmittag. Ja, die große Siegerehrung. So, und jetzt haben wir, glaube ich, ja, genau diesen Teil dahinter, im Hintergrund, da ist der Rittisberg zu sehen, wo die Skiabfahrten runtergehen. Und hier sind wir dann wieder vorbei am Haus Katharina, die Ederstube geht es heraus Richtung Startziel. Aber wie gesagt, Startziel, da ist es noch nicht so weit, da ist dieser neue Teil, der eben kreiert wurde im vergangenen Herbst, die 2,5 Kilometer Schleife und natürlich raus Richtung Brunnhäusl, wo es ja ebenfalls eine Lavestation gibt. Also dort muss man noch rauslaufen. Und wir blicken ja noch ein wenig hinaus in Richtung Loipe, denn Toni Escher wird in wenigen Sekunden oder Minuten auch bei uns vorbeikommen. Und da können wir auch noch einmal schauen, wie groß ist denn der Abstand wirklich, den er zwischen sich und Niklas Liederer gebracht hat. Jetzt muss der Niklas natürlich aufpassen. Gesamt wird ihm, glaube ich, nichts mehr passieren. Also das hoffe ich natürlich nicht. Vielleicht läuft er hier wirklich auch taktisch und sagt, diesen Sieg überlasse ich. Mir ist die Gesamttour wichtiger. Ich hoffe nur nicht, was ich zuerst gesagt habe, dass er doch relativ früh auch mit hohem Tempo mitgeht. Ja, wir schauen kurz raus aus unserer Kommentatorenkabine. Er kommt jetzt bei Start und Ziel vorbei und da können wir dann natürlich auch schauen, wo ist das gelbe Trikot, wie weit ist es ungefähr weg? Naja, da hat er schon einige Meter dazwischen gebracht. Wenn man das so jetzt sehen oder erkennen kann, dann sind das gut und gerne einmal 200 Meter ungefähr. 15 Sekunden würde ich jetzt schätzen, 15, 20 Sekunden zwischen ihm und Niklas Liederer. Jetzt sehen wir da die neue
der neue Tunnel, der gebaut wurde, jetzt sind wir auf dieser neuen Strecke. So, und wir sind wieder bei Anna Seebacher, die hier oben am Kulmberg gerade unterwegs ist. In einem Pulk der Männer, die sich hier auch entsprechend platziert in diesem Pulk. So, jetzt sind wir mal da draußen. Jetzt geht's raus Richtung Brunnhäusl. Also das ist Richtung östlich gesehen vom Stadion. Da geht es ja zuerst einmal ziemlich bergab. Logischerweise, wenn man wieder zurücklaufen muss, auch bergauf. Also das schaut hier im Fernsehbild sehr flach aus. Ist es nicht, man kann es auch sehen, hier werden die Stöcke unter die Arme genommen, also im hohen Tempo fährt man hier raus. Man kann hier erkennen, rechts oben Ramsau Ort, also das Zentrum sozusagen von Ramsau auf 1200 Metern Seehöhe gelegen. Hinunter zum Brunnhäusl, da ist dann die Wende, das sogenannte Brunnhäusl. Das ist auch die letzte Zwischenzeit für uns, wo wir noch einmal schauen können, wie steht es gerade in diesem Rennen über die 42 Kilometer. Wie groß sind die Abstände wirklich? Wenn Sie ganz genau geschaut haben, gerade hat man hinten den Punkt gesehen, wo der Verfolger dran ist. Und Toni Escher macht hier wirklich einen sehr, sehr guten Eindruck. Und das ist das Zwischenergebnis nach knapp 30 Kilometern bei den Damen. Anna Seebacher ganz, ganz ungefährdet. 5 Minuten und 37 Sekunden vor Hanna Nöhmeier und Luise Kummer. Kamila Borotova geht mit 6,55 Rückstand hier durch. Also die Anna macht hier einen sehr, sehr guten Job. Und dasselbe beim Kulmberg für die Herren. Toni Escher führt vor Niklas Liederer und Fabian Kartnick. Allerdings hat sich das hier schon ein wenig verschoben, denn das war nur eine Sekunde und das war bei Kilometer 33. Wir befinden uns bereits im Finale und haben gesagt, ja, gut 1,5 Stunden wird es dauern. Und wenn wir hier unten die Uhr mitlaufen sehen, dann sind wir bei einer Stunde und 24 Minuten angekommen. Und der hat schon wieder gewendet hier und geht schon wieder herauf in Richtung Stadion, in Richtung Abschnitt Weltcup-Strecke, also dem neuen Teil, den man hier angelegt hat. Hinauf, noch einmal in den Wald, schwerer Anstieg noch einmal, aber das wird eher wohl oder übel ganz, ganz locker hinter sich bringen. Sieht sehr, sehr kraftvoll aus, was Toni Escher hier in den Schnee zaubert. Ja, im 1-1er geht er hier, aber wie gesagt, der letzte, unter Anführungszeichen, knackige Teil steht noch bevor, aber ich glaube fast, das lässt er sich nicht mehr nehmen. Der Toni Escher macht es sehr gekonnt dahinter, da kann man es erkennen. Schau, ganz hinten, ganz, wenn ganz man schaut, klein, ja, da genau. Ist der Niklas. Und jetzt ist nur die Frage, will er es oder will er es nicht? Oder kann er es nicht? Das wird die große Frage sein. Ich meine, für uns ist es ja einfach, gell? Also wir sagen, das sollten sie tun und das sollten sie machen. Naja. Wir reden uns sehr, sehr leicht hier in der Kommentatorkabine über einen 42 Kilometer Langlauf, der ja doch über 1,5 Stunden dauert und den ganzen Körper hier athletisch und krafttechnisch fordert. Jetzt haben wir das Zwischenergebnis hier beim Brunnhäusl. Niklas Liederer, wie gesagt, auf Rang 2 und Fabian Kartnick folgt dann auf Rang 3. Das ist für uns interessant, denn vor allem auch in der Gesamtwertung lässt hier Niklas Liederer nichts anbrennen. Toni Escher ist ja ein Teamkollege von ihm im Adidas XCS-Team. Also die werden sich hier schon abgesprochen haben. Und Toni Escher, wie gesagt, auch in der Gesamtwertung 4 Minuten ist der Rückstand groß von Toni Escher auf Niklas Liederer. Schaut also sehr, sehr gut aus für Niklas Liederer, dass er hier das Trikot erstmals, muss man sagen, nach Hause nimmt. Denn vorher hat er nicht ganz geklappt. Er hat zwar den Sonntag gewonnen, aber in der Gesamtwertung war Florian Rode ganz vorne mit dabei. Und der hat ja im Interview gestern gesagt, er ist in die Ramsau am Dienstag gekommen und hat das erste Mal heuer Schnee gesehen, weil eben nur hier Schnee ist. Bei ihm zu Hause in Deutschland, da gibt es keinen Schnee. Und apropos Schnee, das ist das Stichwort da hinten. Da wird das Schneedepot gemacht, also der sogenannte Sommerschnee, der übersommert und dann im Herbst hergenommen wird für die frühe Präparierung hier im Langlaufgelände, dass man da schon sehr früh trainieren kann. So, jetzt sind wir schon herüben an der Waldschenke und jetzt geht es dann hinauf in diesen neuen Teil, den wir schon so oft angesprochen haben. Und weißt du, lieber Michael, eines ist auch ganz wichtig. Jetzt haben wir gesehen, ja, wenn es ein bisschen zäher geht und wenn es schneller geht,
das war ein toller Unterschied hier zu erkennen. Weißt du, warum man auch Kraft haben kann und muss, um im Sport erfolgreich zu sein? Weil natürlich auch die Ernährung passen muss. Und da sind wir schon ganz stolz hier in der Ramsau, dass hier die Verpflegung von den Ramsauer Pionieren gemacht wird. Die Ramsauer Pioniere, das darf ich jetzt ganz kurz vor dem Schluss schon noch anschneiden, die haben sich vor vielen Jahren zusammengetan. Landwirte verkaufen ihre Produkte, alles Bio, und die machen eines. Die haben gesagt, was für uns gut ist, muss auch für den Spitzensport gut sein. Und genau deshalb haben auch hier die Ramsauer Pioniere das genau so gemacht. Und vor allem eines, es wird auch sehr gerne angenommen und ist gesund. Mhm. Wie gesagt, Verpflegung ein Riesenthema, vor allem auch auf den 42 Kilometern. Es ist, glaube ich, schwierig, über 2 Stunden oder 1,5 Stunden jetzt bei den Führenden durchzulaufen, ohne dass man sich eben hier verpflegt. Aber man muss auch dazu sagen, 1,5 Stunden ist die Zeit, die der Führende hier braucht. Da gibt es heute wahrscheinlich Athleten, die mehr als das Doppelte hier auf der Strecke sind. Und da wird es natürlich sehr, sehr anstrengend, wenn es hier auch über die Zeit geht. So, erste Schleife ist erledigt. Zwischeninformation: Anna Seebacher ist oben am Kulmberg angekommen. Zeit 1:22:13. Die ist da, glaube ich, da hinten unterwegs. Ja, da ist natürlich diese Abfahrt, die ein wenig schwierig auch ist einzufangen, aber mit dieser Kamera ist Anna Seebacher unterwegs und das ist der Führende. Das ist Toni Escher am letzten Anstieg hier im Rahmen dieser Tour de Ramsau auf der Weltcup. Und genau, lieber Michael, genau das ist das Bumphaus hier und das Bumphaus mit dem Speicherteich, und jetzt kommt er bereits herein und jetzt werden wir hier den Toni in Kürze begrüßen können. Jawohl, und da kommt er schon jetzt von uns aus auch schon zu sehen. Jetzt läuft er direkt an uns vorbei. Ja, wir sind hier untergebracht im Zielstadion, im Zielstadiongebäude hier in der Ramsau. Und da haben wir jetzt Toni Escher, der hier noch ein U laufen muss, eine 180-Grad-Kurve hinter sich bringen muss und dann einbiegt auf die Zielgerade. Und er sieht, wie es hier aussieht, wie der sichere Sieger, der sichere Tagessieger über die 42 Kilometer. Also das Adidas XCS-Team hat es hier wirklich sehr, sehr klug angelegt. Einer gewinnt die Tageswertung, einer gewinnt die Tour de Ramsau. Da gratulieren wir Toni Escher, der hier jetzt einmal die Schleife noch läuft. Letzte Kurve, 180-Grad-Wende, Meister der Bravaros. Und das ist er, das ist der Sieg für Toni Escher über die 42 Kilometer, über den ja, klassischen Freistilbewerb, muss man sagen. Es ist ja der Klassiker. Hast du die Zeit gesehen? Ziemlich genau, punktgenau, 30.08. Wie wir gesagt haben, wir haben hochgerechnet, ungefähr 1,5 Stunden wird es dauern. Und ja, einer, der ist auf der Gegengerade unterwegs und kommt hier schon rein im gelben Trikot. Der Niklas. Niklas Liederer. Zweimal noch diese Kamelbuckel, die hier zurückzulegen sind. 180-Grad-Wende. Und dann hat es auch er geschafft. Und ihm dürfen wir gratulieren, wenn er es jetzt über diese Zielgerade noch schafft, dann gewinnt er hier die Gesamtwertung der Tour de Ramsau. Ich glaube, er hat auch heute alles gegeben, völlig fertig, völlig ausgepumpt. Gratulation Niklas Liederer zum Sieg der Gesamtwertung der Tour de Ramsau 2020. Ja, da kann man nur gratulieren. Und da hat er, schau, da kommen ja die Dachsteinhoheiten, die werden ja immer im Rahmen des Frühlingsfestes gekürt. Also die dirigieren und agieren ein Jahr lang, präsentieren die Ramsau. Und das ist auch ein toller Brauch, muss man wirklich sagen. Die Damen, die alles in alle Welt hinaus begleiten mit ihren wunderschönen Dirndln, die sie anhaben. So, ja, als die 44 ist ins Ziel. Fabian Katnick hat es auch geschafft. Rückstand 1:08. Da müssen wir jetzt auch ein wenig auf die Gesamtwertung blicken. Der kann natürlich gegenüber seinen Konkurrenten hier doch ein wenig aufholen. Da kriegen wir natürlich sicher dann in wenigen Sekunden auch das Zwischenergebnis der Tour de Ramsau. Da müssen wir noch ein bisschen warten, bis möglicherweise weitere Athleten hier reinkommen, während wir hier wieder bei den Damen sind, bei Anna Seebacher, bei unserer zweiten Kamera draußen auf der Strecke, die ja jetzt runtergekommen ist hier vom Kulmberg und sich auf dieser schnellen Abfahrt in Richtung Stadion befindet. Ja, eben vorbeigefahren, wie gesagt, am Haus Katharina, die Ederstube gleich hier rechts. Also, und da wird sie jetzt natürlich, wir haben ja den Vorsprung, was haben wir gehört? Ich glaube, 4 Minuten war ihr Vorsprung so ungefähr.
Schauen wir kurz, also auf alle Fälle genug. Ich glaube, mittlerweile sind wir schon bei 6 Minuten angekommen. Also die macht hier wirklich einen sehr, sehr guten Job. Läuft das hier ebenfalls noch raus und dann können Sie zu Hause heute 2 gelbe Trikots an die Wand hängen. Da ist sie, Anna Seebacher, in tiefer Hocke hier hinunter in Richtung Zielgelände. Dann geht es weiter in Richtung Brunhäusl, noch die Wende. Ein paar Minuten hat sie noch zu laufen. Aber da muss man schon eines sagen, Michael. Gell? Also die Damenwelt ist schon ganz stark auch unterwegs. Also wenn man sie jetzt mit den Herren vergleicht, also ich hätte den Rückstand eigentlich größer eingeschätzt. Ja, und Anna Seebacher ist ja eine ausgewiesene Langstreckenspezialistin, wenn man schon so schön sagen kann. Sprint hat sie gesagt, das ist nie meins, ist auch mit der Wut im Bauch, mit einem Sturz dann am Samstag ins Rennen gegangen, weil sie gesagt hat, das Sprinten, das kann ich nicht. Und dann ist sie auch noch auf der Nase gelegen beim Sprint am Freitag. Aber wie gesagt, auf die Gesamtwertung hat dieser Neidpologe relativ wenig Auswirkung und hat dann gestern auch wirklich eine bravouröse Leistung abgeliefert. Ja, tolle Sache. Unglaublich. Also wenn man jetzt die zufriedenen Gesichter, wir können das jetzt nur auch aus dem TV sehen, live, da glaube ich, ist es an der Zeit, dass man wirklich runterschalten zur Liz, weil ich glaube, sie hat einen ganz interessanten Interviewpartner. Da sehen wir schon, Elisabeth Puschan bei Niklas Liederer. Ja, genau, das ist die große Ehre für mich, jetzt den Tour de Ramsau-Sieger zu interviewen. Niklas Liederer, sichtlich abgekämpft. Wie war das heutige Rennen? Ja, es war ein Überlebenskampf, war etwas brutal. Ich habe das Rennen von gestern so extrem gespürt, in 30 allein gelaufen und heute war einfach nur ins Ziel kommen. Ihr seid ja ein Dreierpaket weggelaufen. Der Toni Escher hat dich dann irgendwann einmal geschnupft, sage ich einmal, Fabian Katnick und du. Ist es schon fein, wenn man da zu dritt weglaufen kann? Ja, natürlich. Ich habe leider den ersten Runden einen Stockbruch gehabt und relativ lang mit einem Stock gelaufen. Und da muss ich einmal Danke sagen an die Burschen, dass keiner in der Situation attackiert hat, weil sonst wäre ich aufgeschmissen gewesen. Das war sehr fair von ihnen. Und danach war es einfach ein Ausscheidungsrennen, eine Attacke nach der nächsten. Und ich habe halt schauen müssen, dass die Leute, die in der Gesamtwertung relativ weit vorne sind, dass ich die Löcher schließe und das ist Gott sei Dank gelungen. Das Triple ist nicht ausgegangen, aber nächstes Jahr dann. Aber heuer, letztes Jahr Zweiter, heuer den Sieg mit nach Hause. Ja, absolut zufrieden. Super happy, die Form geht nach oben. Der Anfang von der Saison war schwer, aber es geht bergauf. Herzliche Gratulation und viel Spaß beim Erholen. Dankeschön, danke. Ja, und Niklas Liederer, ich glaube, den sehen wir sicher auch beim internationalen Corsa-Lauf am 8. und 9. Februar, den wir auch live übertragen dürfen. Also da sind wir schon gespannt, wie sich Niklas Liederer dann schlagen wird, wenn er sagt, die Form geht nach oben. Was will man mehr? Wie gesagt, 7. bis 9. 2. kann man sich schon notieren, möglicherweise auch mitlaufen, anmelden, jedenfalls aber auf Alpentour.tv live dabei sein. Und wir sind wieder bei Anna Seebacher, bei dieser Gruppe, die sich um sie geschart hat. Und da geht es runter in Richtung Brunhäusl. Da sehen wir gerade die Wende, wo unser Skidor auch vor ihr wendet. Und dann sehen wir sie sicher auch gleich rauflaufen, wieder in Richtung Stadion, Richtung Weltcup-Teil hier. Ja. Eines ist mir jetzt aufgefallen, wir haben natürlich sehr viele Bilder auch gesehen, wo im Schatten gelaufen wird. Also ist ganz wichtig für unsere Zuschauer, also die Ramsauer liegt auf einem Hochplateau an der Sonnenseite des Dachsteins. Also da ist es aber auch so, dass natürlich die Loipen so angelegt sind, dass sie eher im Schatten sind, damit sie länger halten im Frühjahr. Und das sollte ja fast bis Ostern sein. Mhm. Ja, und ich glaube, wir haben schon wieder gehört, die Lisi hat schon wieder wem am Rohr. Ja, Elisabeth, kannst du uns hören? Startnummer 20, Toni Escher, sichtlich schon erholt. Du bist jetzt ungefähr eine Viertelstunde im Ziel. Warum kannst du dich so gut erholen oder hast dich nie angestrengt? Doch, ich glaube, angestrengt habe ich mich heute schon ganz schön. Also es war schon Vollgas, sind gute Jungs dabei gewesen und da musste ich schon alles geben. Aber ja, ich glaube, so ein Sieg da euphorisiert und da sind recht schnell die Schmerzen vergessen. Ja, der Tagessieg über die 42 Kilometer. Du bist vorne weggelaufen mit Niklas Liederer, der ja die Tour für sich entscheiden konnte, und Fabian Katnick. Hast du da so die Strategie vorgegeben? Ja, also ich war, klar bin ich auch die Tour gelaufen, aber ich hatte schon an den letzten 2 Tagen schon einen erheblichen Zeitrückstand. Deswegen war eigentlich schon das Ziel heute eher der Tagessieg, nicht mehr auf Gesamtwertung laufen.
Und ja, trotzdem wollte ich natürlich meinen Teamkollegen Niklas unbedingt auf der 1 behalten in der Tour. Der stand natürlich auch noch mit dabei. Deshalb haben wir gerade in der ersten Runde gut zusammengearbeitet als Team. Und in der zweiten Runde, gerade über den höchsten Punkt, war natürlich dann jeder Kämpfer für sich allein und für mich auf den Tagessieg. Und hoch zum höchsten Punkt konnte ich dann auch die entscheidende Lücke reißen zu den Zweien, zu Platz 2 und 3. Und das ins Ziel dann nach vorn. Und ja, das war natürlich ein gutes Erlebnis. Das heißt zum Schluss noch positiv resümiert. Ja, auf jeden Fall. Also es war eine schöne Tour. Man sieht jetzt seine Stärken und auch seine Schwächen, gerade zum Anfang der Saison. Da müssen wir noch ein bisschen dran arbeiten für die nächsten Rennen. Aber ich glaube, so kann es weitergehen. Herzliche Gratulation. Dankeschön. Ja, soweit also Toni Escher, der Gewinner der Tour, der Ramsau über die 42 Kilometer. Also der Tagessieg, der hat heute ihm gehört. Wie gesagt, Niklas Liederer, der ist in Gelb. Und eine Dame, die ebenfalls in Gelb ist, die sehen wir jetzt zurück in Richtung Stadion auf den letzten Metern dieses 42-Kilometer-Bewerbs. Das ist Anna Seebacher, die sich hier ja, hinter der 57 versteckt und den Windschatten noch genießt. Das soll so sein, das ist auch gut, wenn sie das so macht. Und sehr, sehr taktisch auch. Nils Stahl sehen wir hier ganz vorne. Und während wir hier im Hintergrund Anna Seebacher sind, schauen wir noch einmal aufs Tagesergebnis. Toni Escher gewinnt also vor Niklas Liederer und Fabian Katnick. Auf den Plätzen Daniel Debertin, Florian Rode, der Vorjahressieger, und Christian Völz. Adam Konia aus Ungar. Der Ungar kann sich auf Rang 7 einreihen. Und dann haben wir ja, die ersten hier auch im Ziel. Mittlerweile ist dieses Rennen ja schon über 1,5 Stunden alt. Und die was auf der Strecke draußen sind, da werden einige wohl noch sehr, sehr lange brauchen, bis sie heute ins Ziel kommen. Da rechnen wir schon mit 3,5 Stunden, eventuell sogar 4 Stunden, bis der letzte im Ziel ist. So, wir sind wieder bei Anna Seebacher. In diesem Teil oben, ja, wie schon erwähnt, dieser neu gestaltete Teil für die 2,5 Kilometer Schleife in der nordischen Kombination, aber ist auch als Sprintstrecke für den normalen Langlauf homologiert. Und man könnte, und das ist auch das Schöne daran, wirklich auch einen Langlauf-Weltcup hier durchführen in der Ramsau. Das wurde alles sozusagen schon eingefädelt im oder beim Bau dieser neuen Strecke. Man kann hier schön den Hintergrund des Stadions sehen, vielleicht auch, wenn man hinten die Gerätschaft ein bisschen sieht, also sei es an Pistengeräten, sei es an Schneeerzeugern. Also da wurde schon tief in die Tasche gelangt, um eben alles zu ermöglichen. Das gehört natürlich für ein modernes Langlaufgebiet dazu und als das sehen wir uns auch, obwohl, das sage ich immer wieder, die Ramsau mit der Region Schladming-Dachstein natürlich alpin und nordisch ganz eng beisammen hat auf ein paar Kilometer. Und das ist, glaube ich, ein bisschen das Einzigartige. Auf der anderen Seite haben wir Night Race in Schladming, auf der anderen Seite haben wir nordischen Weltcup in der Ramsau und das getrennt, sage ich mal, Luftlinie vielleicht 3 Kilometer oder 5 soll es sein. Und mit dem Auto ist man in einer Viertelstunde heroben aus dem Innstall in der Ramsau. Können wir auch kurz erwähnen, in knapp 10 Tagen ist es soweit, Night Race Schladming steht am Programm Dienstag nach dem Kitzbühel-Wochenende. Traditionell, glaube ich, 50.000 plus Zuseher. Da steppt der Bär hier wieder in der Region. Da gibt es wieder Spitzensport vom Feinsten. Wir konzentrieren uns aber auf die Breitensportler mit dem Spitzensportaspekt natürlich dazu. Denn Anna Seebacher ist sicher eine ausgewiesene Langlaufspezialistin. Sie ist ja mittlerweile in der Ausbildung zur Polizistin. Frau Inspektor geht in eine der letzten Rechtskurven hier noch einmal rauf in die Weltcup-Strecke, macht hier einen sehr, sehr guten Eindruck und muss dann noch einmal in das Stadion reinlaufen. Das ist U und dann ist sie ja schon in der Zielgerade. Da dürfte sie nichts mehr groß anbrennen lassen. Und jetzt hat sie sich auch hier noch einmal nach vorne geschoben und versucht hier noch einmal ein wenig Tempo zu machen. Sieht sehr, sehr gut aus, was die junge Radstädterin hier in den Schnee zaubert. Absolut. Und sie ist in dem sogenannten Omega drinnen hinauf Richtung Bumphaus, wie wir sagen, und dann geht schon herein Richtung Zielstadion. Also man muss wirklich der Anna da gratulieren, denn sie hat das Ganze von Anfang an geschickt gemacht, hat sich auf keine Scharmützel eingelassen, um hier blau zu gehen. Also das hat sie wirklich mit all ihrer Routine, darf ich mal sagen, bestens gemeistert und jetzt kommt sie schon herein. Sie läuft jetzt in Kürze bei uns vorbei in die letzten Meter, in die letzte Schleife, also nochmals 180 Grad dann über die Kamelbuckel, wie du sie genannt hast, wieder 180 Grad Wende und dann ins Ziel. Da hat man sich einiges einfallen lassen hier im Zielstadion und man gesagt, na, da könnte man den Schnee, den wir haben, noch ein wenig nutzen, ein paar Hügeln einbauen, war auch für den
Nachtsprint am Freitag. Sehr, sehr spektakulär hier rauf. Hat einen Zuschauer unter Führung hier noch einmal gebaut mit einem Rohr, das herumgelegen ist, hat Helfried Stiegler gesagt. Das haben wir gleich eingebaut. Also sehr, sehr kreativ auch, was man hier eben gestaltet. Und Anna Seebacher ist, wie gesagt, auf der letzten Gegengeraden und läuft hier nicht nur dem Tagessieg entgegen, sondern auch dem Sieg in der Gesamtwertung. Jawohl, und jetzt herum um diese 180-Grad-Kurve und jetzt kann nichts mehr passieren. Jetzt sind es gut und gerne noch 50 Meter, dann ist sie im Ziel und im 1-1 geht sie durch und jetzt gratulieren wir natürlich von unserer Stelle auch ganz, ganz besonders der Anna Seebacher. Ja, Anna Seebacher gewinnt, wie gesagt, die 42 Kilometer im Rahmen dieser Tour de Ramsau und bleibt im gelben Trikot, nimmt dieses Trikot nach Hause und wir dürfen ihr zur Gesamtwertung hier gratulieren und der erste Gratulant, das ist ihr Freund, das ist Niklas Liederer, also eine Familie oder ein Team, das hier richtig abgeräumt hat, das ist das Adidas XCS-Team heute. Tagessieg, Gesamtwertung. Herzliche Gratulation. Jetzt Michael, eine Frage, eine persönliche. Kannst du dir vorstellen, wenn sich diese Gene weiter verbreiten, was da für eine tolle Langläufer rauskommen, was? Bin gespannt, wie lange Anna Seebacher noch selber aktiv ist und dem Langlaufsport erhalten ist. Aber wenn es dann vielleicht einmal in Richtung Familienplanung geht, wer weiß, vielleicht wächst dann in gut 20 Jahren ein Volltalent im Langlauf heran. Und wir freuen uns dann, wenn wir dann möglicherweise schon in der Moderations- oder Langlaufpension sind, über tolle Erfolge im österreichischen Langlauf. Es wäre uns und dem Langlauf sicherlich zu wünschen. Ich glaube auch. Und ich glaube auch heute eines, das zeigen diese Bilder wieder und vor allem dieser tolle Bewerb, dass es wirklich wichtig und richtig ist, den Langlauf so zu fördern, wie sich das gehört. Und Gott sei Dank mit Dr. Luis Stadlober ist das möglich. Ja, und wir haben gehört, da kann einer schon wieder atmen und ist schon beim Interview. Anna Seebacher bei Lies Puscher. Genau. Tagessieg, Gesamtsieg, haben meine Kommentatoren gerade gesagt. Liebe Anna, herzliche Gratulation zum heutigen Tagessieg und zum Sieg der Tour de Ramsau 2020 beim 20-Jahr-Jubiläum. Du strahlst über beide Ohren, du hast einen Respektabstand nach vorne weggelaufen. Wie geht's da? Ja, heute war es schon zart. Beim Weglaufen habe ich schon gemerkt, dass die Beine sehr schwer waren. Aber Gott sei Dank habe ich noch pushen können und eine gute Gruppe erwischt. Ein bisschen reinhängen habe können und ja, nein, bin voll zufrieden. Ja. Voll zufrieden mit dem Rennverlauf. Gestern hast du ja angekündigt, das ist immer ein bisschen eine Wundertüte. Ist die Wundertüte aufgegangen? Ja, schon. Meine zweite Runde habe ich schon gekämpft heute, aber es war trotzdem echt ganz okay. Ja. Nächstes Jahr Titelverteidigung? Ja, doch. Nehme ich mir vor als Ziel, ja. Herzliche Gratulation, lass dich feiern. Dankeschön. Also doch Titelverteidigung und nicht Familienplanung, wie der Karl angedeutet hätte. Also es dauert noch ein wenig, die Anna wird uns noch ein wenig erhalten bleiben in der Skimarathon, in der Langlauf-Marathon-Szene. Bin mir sicher, dass sie auch beim Corsa-Lauf dann 8. und 9. Februar, den wir live übertragen werden, am Start stehen wird. Dolomitenlauf steht ja auch an. Also es gibt ja diverse Volkslangläufe in Österreich, die man noch besuchen kann. Auch hier gibt es Gesamtwertungen. Ja, das ist die Gesamtwertung des heutigen Tages. Toni Escher gewinnt vor Niklas Liederer und Fabian Kattnick. So also das Podium des heutigen Tages. Daniel Debertin, Florian Rode auf 5 und Christian Völz auf den Plätzen. Adam Konja können wir noch erwähnen. Der Ungar auf dem 7. Rang. Vor dieser Traumkulisse des Dachsteins hier in der Ramsau. Ja, und das freut uns natürlich schon, wenn gerade diese Bilder hinausgehen. Und liebe Zuschauer, ich sage das immer wieder, wenn Sie einmal die Möglichkeit haben, hier in die Ramsau zu kommen, dann machen Sie sich selbst ein Bild davon, weil sonst sagt irgendjemand, ja, der Fischbacher, der erzählt nur, dass alles so lässig und schön sei, der übertreibt maßlos. Na, glauben Sie mir, es ist nicht so. Mhm. Ja, wir haben gerade gehört, wir warten natürlich noch auf die zweitplatzierte Dame, die ja beim Brunnhäusl gerade durchgegangen ist. Also die hat auch nur mehr wenige Kilometer, bis sie hier im Ziel ist. Und das ist Luise Kummer gemeinsam ja mit Hanna Nöhmeier, die auf dem 3. Rang rangiert. Die waren lange zusammen und mittlerweile hat sich Luise Kummer ein wenig absetzen können. Ja, schauen wir mal, bis die beiden Damen hier ins Ziel kommen. Ich bin mir sicher,
Es gibt auch noch das eine oder andere Interview dazwischen von Lies Puschan unten aus dem Zielgelände hier in der Ramsau bei diesem Volkslanglauf bei traumhaften Bedingungen hier in der Ramsau. Ja, vielleicht, weil wir so kurz eigentlich schon vorm Ende sind, möchte ich schon noch anmerken, dass natürlich das Ganze ja schon viele, viele Jahre zurückliegt und wie das Ganze touristisch entstanden ist. Die Ramsau war ja früher eigentlich eher eine bäuerliche Kultur, oder die ist gelebt worden und das ist halt immer schwieriger geworden in dieser Höhenlage und deshalb ist es so gekommen, dass man eben mit Tourismus zu arbeiten begonnen hat und ich habe es schon sehr, sehr oft erwähnt heute, dass man das Tourismus, die Natur, die Landwirtschaft, dass man das im Einklang hält, das ist uns einfach wichtig. Und ich glaube, das ist auch in vielen, vielen Gebieten Österreichs so. Aber die Ramsau ist halt ein bisschen speziell. Die Ramsau ist speziell, vor allem auch dem geschuldet wahrscheinlich, weil der alpine Skilauf hier nie so Fuß gefasst hat, sondern man sich schnell in Richtung nordischer Skisport, nordischer Skilanglauf entwickelt hat. Man hat ja, und das darfst du ja durchaus erwähnen, mit dem Gebiet rund um Schladming, Reiteralm, Rohrmoos ein tolles Ski-Eldorado auch geschaffen, das unweit weg ist, von dem man natürlich auch in der Ramsau profitiert. Ramsau ja unter anderem auch die größte Tourismusgemeinde der Steiermark mit 6.500 Betten. Da hat man schon was geschafft und da profitiert man natürlich auch gegenseitig. Naja, vor allem eines, man hat hier der Rittisberg, den wir so oft gesehen haben, der gehört absolut alpin dazu, weil die flachen Lifte speziell für Kinder zum Üben, die Beginners sozusagen, die sind hier in der Ramsau beheimatet und dann, wenn sie ein bisschen besser sind, dann gehen sie rüber auf die Skiberge, in die Vierberge-Skischachtel und die anderen, die was eben. Es gibt viele, die was vormittags Skifahren gehen und am Nachmittag auf die Loipe, das gibt es auch. Und das ist eben das Einzigartige, so eng beisammen zu haben. Und ich denke einfach, wenn man in einem der Hotels hier wohnt, und wir haben Gott sei Dank sehr viele gute Beherberger, dass man da wirklich Urlaub genießen kann. Und genau deshalb, um das geht's, wenn man hier nach Hause fährt und sagt, da komme ich wieder, das hat mir gefallen. Da haben wir jetzt die Resultate, das Zwischenergebnis beim Brunnhäusl unten. Anna Seebacher führt hier natürlich vor Luise Kummer und Hanna Nöhmer. Gute 7 Minuten Rückstand haben die Damen auf die Anna Seebacher hier gehabt. Das warten wir natürlich noch ab. Also in 3-4 Minuten wird es soweit sein, dass wir auch die zweite Dame des heutigen Tages hier begrüßen dürfen. Da werden wir noch Interviews führen, da bleiben wir noch drauf, live hier aus der Ramsau, während hier immer wieder noch Volkslangläufer, sei es von der 15-Kilometer-Schleife oder auch vom 42er hier durchkommen, die Arme nach oben strecken, wie wir es gerade gesehen haben und sich freuen, bei so einem tollen Wintertag hier eben auch dabei gewesen zu sein und sich sportlich am Sonntagvormittag betätigt zu haben. So, die nächsten Tageswertungsläufer, die hier noch einmal richtig Gas geben und hier ins Ziel kommen und ebenfalls die 42 Kilometer gelaufen sind. Ja, und da haben wir sie, glaube ich, die Verfolgerin, wenn das unsere Kamera richtig einfängt, die 71 oder die 77 dürfte es sein. 77, ja, so ist es. Hanna Nöhmer kommt hier durch. Die hat sich hier, glaube ich, noch absetzen können vor Luise Kummer, hat hier noch einmal alles rausgeholt und die Luise Kummer sehen wir ja da hinten. Also da hat es noch einen Wechsel gegeben auf Rang 2 und Rang 3. Die ist völlig ausgepunktet. Die hat noch einmal alles aus sich herausgeholt. Hat hier noch einen Wechsel am Podium herausfahren können. 8 Sekunden gerade einmal, gell, hat die Kummer verloren jetzt auf die Hanna Neumeier, also das war wirklich ein Sprint auf Messerschneide bei den zwei Damen. Ich glaube, das ist erst hier im Stadion so wirklich passiert. Ja, also die klatschen natürlich auch ein paar Mal eine Freude, weil sie sind sehr, sehr lange miteinander gelaufen. Dann hat sich die Luise Kummer kurz ein wenig absetzen können und dann hat Hanna Neumeier zurückgeschlagen. Toller Breitensport, toller Sport hier in der Ramsau und Lies Puschan haben wir schon gesehen, die fragt ihr schon ums Interview an und schaut, dass man hier eben auch die nächste Dame vors Mikrofon bringen können. Bevor es soweit ist, dann darf ich schon noch
auch anmerken, dass ja die Ramsau speziell auch im Sommer, wenn man hier den Dachstein so anschaut, fürs Klettern, fürs Bergsteigen, fürs Wandern prädestiniert ist. Und wir sind, glaube ich, die Region mit den meisten Klettersteigen in Österreich überhaupt. Die sind alle geprüft und vor allem, da kann man alles erklimmen. Also von dem her, der Sommer ist schon sehr interessant bei uns und vor allem die Luft. Wir sind auf über 1200 Metern Seehöhe und ich glaube, da weiß man aus Erfahrung, da hat man keinen Smog, da hat man keinen Feinstaub, da hat man wirklich Natur pur. Natur pur, das könnte auch die Zweitplatzierte im Sommer hier in der Ramsau genießen. Hanna Nöhmeier ist bei Lies Buschan zum Interview. Ja, liebe Hanna, ihr habt den letzten Kilometer habt ihr wieder nichts geschenkt. Die Anna Seebacher haben wir ja schon im Ziel begrüßt. Aber hinten, zweiter, dritter Platz, habt ihr euch schwer umkämpft, oder? Ja, wieder mal. Die Luise, guck mal, wir kennen uns schon von Kind auf zumindest. Wir haben zwar 10 Jahre Unterschied, aber wir sind im gleichen Verein auch groß geworden, haben das Skifahren gemeinsam gelernt. Und es ist eigentlich total genial, dass wir uns jetzt hier wieder treffen nach so vielen Jahren. Und wir haben gestern gesagt, hey, dich kenne ich, ja, ich kenne dich auch, laufen wir doch zusammen. Und das ist echt total genial, dass wir wieder gemeinsam laufen konnten. Ein Freundestreffen sozusagen in der Ramsau und jetzt der zweite in der Tageswertung und wahrscheinlich auch in der Tour. Wie stolz bist du? Ich bin mega stolz auf mich, weil einfach als Mutter, als Arbeitnehmer, als Home-Managerin bin ich echt dankbar, dass es so gut geklappt hat mit dem Training, mit allem drum und dran. Und da muss ich auch ehrlich immer wieder sagen, danke Oma, danke Opa, dass die Kinder übernehmen können und die Hunde und den Haushalt, sodass wir hierher fahren können und laufen. Wie schaut dann so das Training aus dazwischen drin? Genau, Vormittagtraining, wenn die Kinder in der Schule oder im Kindergarten sind, dann gehe ich auf Arbeit und abends, wenn die Kinder wieder schlafen, dann gehe ich wieder außer Haus. Großen Respekt und herzliche Gratulation. Lass dich feiern. Dankeschön, ganz herzlichen Dank. Ja, ein Zweitplatzierte, die strahlt wie eine Siegerin. Nochmal kurz zur Kommentatorenkabine, zu den letzten Minuten vom Livestream hier aus der Ramsau. Ja, ich bin mir jetzt fast sicher, dass Lies Buschan auch Luise Kummer noch vor das Mikrofon holen möchte. Das schauen wir natürlich noch an und möglicherweise gibt es dann auch noch ein Endresultat der Tour de Ramsau bei den Damen. Schauen wir mal, da gibt es ja Camila Borutova, die ebenfalls hier noch unterwegs sind. Da wird uns, wenn es soweit ist, am Platz natürlich die Ergebnisse der ersten drei auch entsprechend einspielen. Karl? Weißt du, was mir jetzt aufgefallen ist? Die haben sich vor dem Start wieder getroffen, waren Best Friends, aber nur bis zum letzten Kilometer. Dort ist auf einmal irgendwie die Freundschaft, ne, in zwei Hälften entsprungen. Eine ist der anderen davon gerannt. Aber Spaß beiseite, ich glaube, es ist schon toll. Da merkt man, man ist zusammen aufgewachsen, ist irgendwo in dieselbe Schule gegangen und dann trifft man sich hier wieder. Hey, sie hat gesagt, wer bist denn du? Und dann läufst du 40,5 Kilometer oder ein bisschen mehr und dann trennst du dich den letzten halben Kilometer. Ja, aber schöne Geschichte hier auch aus der Ramsau, also der Langlauf, der führt Menschen wieder zusammen und ich glaube, Lies Buschan hat schon wieder wen vor dem Mikrofon. Schauen wir mal, ob sie unten schon bereit ist, sonst plaudern wir hier noch ein wenig weiter, Karl. Ja, wir können schon langsam ein wenig Resümee ziehen über diese 3-Tage-Tour der Ramsau. Es war, glaube ich, ein unglaublich erfolgreiches Rennen. Wenn man sich die Resultate anschaut, wie gesagt, heute Patrick Klettenhammer gewinnt heute bei den Männern von Philipp Leopolder und Simon Kugler über die kurze Distanz. Der Tourismusverband ist zufrieden. 25% mehr Nennungen als im Vorjahr. Also der Langlauf zieht. Es schaut sehr gut aus. Bei den Damen gewinnt heute Anna-Maria Schrempf. Es gibt Heimsiege. Es gibt 20 Nationen, die hier am Start sind. Das ist unglaublich im Aufwind, dieser Volkssport-Langlauf. Absolut. Und ich glaube, weil wir gerade von Resümee sprechen, also diese letzten 3 Tage haben gezeigt, diesen Aufwind mit knapp 1600 Starts. Und ich denke einfach einmal, dass dieser Weg, den man eingeschlagen hat, der richtige war, darf an dieser Stelle wirklich, das ist mir, liegt mir am Herzen, allen, die hier mitgewerkelt haben, in irgendeiner Art und Weise ein großes Dankeschön sagen. Denn wir wissen ganz genau, ohne viel Freiwilligkeit
Freiwilligkeit wäre hier überhaupt nichts möglich und ohne Vereinswesen ginge das überhaupt nicht. Und ich glaube, gerade von dem her ist es schon wichtig, dass viele helfende Hände hier dabei waren und natürlich, dass wir hier auch die Möglichkeit gehabt haben, live drauf zu sein. Also muss ich auch dazu sagen, das ist ganz wichtig, diese schönen Bilder zeigen zu können. Wenn wir nur reden, dann können wir alles schön reden, aber wir haben nicht gelogen, wenn man diese Bilder sieht und das ist das Wichtige. Also ich denke, touristisch können wir alle stolz sein, da kann man wirklich nur ein großes Dankeschön an alle sagen. Ja, und diese Bilder dieses Wochenendes haben wir noch einmal für Sie zusammengefasst. Schauen wir uns an, 3 Tage Ramsau am Dachstein, 3 Tage Tour de Ramsau. Ja, mit diesen traumhaften Bildern dürfen auch wir schön langsam Danke sagen. Danke einerseits bei dir, Karl, andererseits auch natürlich beim Sepp für die letzten 2 Tage, beim Tourismusverband, beim WSV Ramsau und natürlich auch bei den Athletinnen und Athleten, die hier am Start waren. Es war uns eine Freude, dass wir hier diese Tour de Ramsau übertragen durften. Ja, auch von meiner Seite ein großes Dankeschön, liebe Zuseher. Es war wunderbar, hier berichten zu dürfen, vor allem mit einem Team, das, was wirklich profihaft arbeitet. Vielen Dank an alle von euch, die ihr dabei wart von Alpentour. Also muss ich wirklich nochmal sagen, es ist schön dabei zu sein und vor allem eines, wenn Sie irgendwann die Möglichkeit haben, hier in die Ramsau zu kommen, dann testen Sie es einfach und dann werden wir uns hoffentlich nächstes Jahr an gleicher Stelle wiedersehen. Deshalb auch nochmals von meiner Seite vielen, vielen Dank, alles Gute, bis zum nächsten Mal. Und in diesem Sinne sehen wir uns wieder am 8. und 9. Februar beim Korsalauf. Das Schlusswort, das hat Lies Puschan unten aus dem Zielraum. Ja, danke. Danke auch euch, Michael Nussbaumer und Karl Fischbacher, für die professionelle Kommentation des heutigen Rennens. Es ist ja noch nicht aus, aber wir steigen frühzeitig ein bisschen aus. Hinter mir machen dann noch ganz viele Athleten ihr Rennen fertig des heutigen Tages bei traumhafter Kulisse. Aber wir verabschieden uns hier aus dem WM-Stadion in der Ramsau. Haben noch einen kurzen Programmtipp für Sie. Es geht bei Alpentour TV weiter. Sie können sich das aktuelle Alpentour TV Magazin anschauen. Oder zum Beispiel den Ötztaler Radmarathon Magazin. Aber mit diesen Worten darf ich mich verabschieden. Wir sagen danke, Ramsau, dass wir dabei sein durften.